es übereinstimmen, je nachdem, wie da die Rechnung läuft. is cool with Pokémon Go. Good luck, man. Und man kriegt Pokémon im Run, wo diese Nummern Well, teilweise I'm going festgesetzt sind to von fremden Trainern. Pokémon Gold. Und dann kriegt man den freien Do Master you have Ball, permission? We're den removing man dann für this einen 240 Gyarados verwenden Pokémon kann. Trainer. We're gonna do that again in Für das December. Shiny No, Gyarados. you're interested in Pokémon. Aber das wird er That's mir good. nicht so Hier schon zeigen. ein Bild. In In any any case, so nur nebenbei. let's just get moving. As sad as it is that we'll have to Aber. remove that save. There we go. It's done. It's War done. das noch von So, seinem you're now cutting 249 off Gletschles the Catch 'em All? and Totodile name incentives, Da haben Dexterity sie irgendwie incentives. zusammen mit den alten Editionen alle Pokémon gefangen. What the winners of those are. In the Die meantime, Star Wars gab. Rickles, I'm not hearing Muss man dazu the sagen. audio over the headset. I am hearing it through the TV, so it's not a major issue, but I figured I'd let you know. Ja, ein paar Optionen setzen, Awesome, Text auf awesome. Fast, Battlestyle auf Setzen, dass er nicht nachfragt nach So jedem yeah, I mean besiegten I've seen the Pokémon, ob man training das name pop Pokémon up on wechseln will. here, so I guess I can Ja. just take So that as a Standard. winner. But yeah, feel free to cut those off. Ready Und das and Incentive ready? für If I'm den so, Trainernamen thanks. Am I correct in wird saying dann auch that eingegeben. BKG won the trainer name? Yeah, there has been a donation by 2 euros, but it's not showing up in the system. But apparently that was towards UKSG, yeah, I'm so. assuming that it'll pop up for you in a second, no problem. I'm seeing it on the tracker, so it should be fine. So yeah, we're gonna go with that. Glitched Run, Starting in also 3, quasi 2, NSC 1, go. So One, also welcome any everybody to percent einfach Pokémon glitched Gold. ist momentan First things bei first, we're gonna set a 120 clock, and we're Minuten. gonna set it to, Gab früher eine Ra well, Route mit dem late Coin Case, was ziemlich afternoon. verglitcht Yeah, war, gonna was irgendwie eine put a little Dreiviertelstunde gold gedauert in hat, it. und dann haben es It ein paar would, Leute dann because auch I may unter have to 20 reset a Minuten few times for a proper server. gedrückt mit einem That's neuen fine. Glitch, wo Now, ich die first Details things jetzt first, we're nicht gonna name kenne, ourselves UKSG ist Alpha, aber the fantastic sister nach organization anderen here in Leuten the zu UK. urteilen etwas unspielbar Be sure to geworden, check out that marathon, by the way. weil I think RNG it's dann a doch ton eine of fun. ziemlich I've große seen Rolle some of the spielt. submissions pass by Also klappt already, nicht and so. there is, it's looking promising, I'll say 100%ig that jedes much. Mal, was es dann etwas So, schwer zum here Run we go, macht. UK, S, apparently I Und der don't Gewinner know des how to write very Namens. well, but there we go. So, that, like UKSG. I said, that gets cut off here. I'm cutting off the SG. Totodile name as well, which, if I saw correctly, is won by RDV. So, United hereby as I Kingdom deem. Speedrunning, Gathering. Good to Ich know. glaube, weil sie Gonna ein take a look at that Partnership as hier mit well. BSG haben. We're Oder tagging on demnächst for a irgendwie. bit, you Gute know, as Frage. always. You always gotta listen Also, to die your wollten partner. irgendwie zusammenarbeiten. It's a smart person. Aber damit ein So, wunderschönes herzliches Willkommen zu we're gonna get Pokémon our butt kicked Gold. here very Any quickly. percent We'll be glitches. using that a few times throughout the run, but it Kommentiert doesn't von really JB do und a ich lot darf for neben us. kommentieren. Not gonna set it to daylight saving. The day is important though. I need it to be Sunday in order Ja, to die get enough Uhrzeit. time to Magst du uns denn move was where we want zum with Spiel Turf. an sich erzählen? The other one Jetzt, though, wir stellen the jetzt noch daylight gerade ein paar Sachen saving ein. thing will not save the 5:26 Uhr frames. So, you know, we want to an save einem those four Sonntag, das frames. ist, dass man After the Pokémon in saving, Ilex we're gonna Forest give us our very first später Pokémon, RDV, noch einen or, Cutslay fangen well, it's kann, gonna wenn be es a Totodile, ganz but schief läuft. Also man muss we ja need to mehrere spin this Pokémon. big discovery, Man and kriegt you eins, know, geschenkt später für Flug yeah, I'm VM very oder willing to go HM. out on an adventure to see what that is, Und but we're safe Cutslave here braucht man auch noch für den because chances Zerschneider. are Und we jetzt won't müssen have wir our erstmal einen guten Totodile Starter right bekommen, off yet, mit guten go. Stats. It would be nice if we do, though. Und das heißt vorher speichern und dann eventuell Resets. I Verfolgen wir like mal ein that paar pattern Zahlen. naming has been won by something that's only a few characters. That saves me a lot of time in naming this every time. Kann man dann ja gleich checken. Ja, wir nehmen Und jetzt glaube hier ich habe Totodile, weil Rival es einfach am besten für den Run ist. Wasserstarter sind für die meisten Generationen die besten, ja. Weil die Attacke Surf mit als VM oder HM, eher bei HM, ist eine starke Wasserattacke, die man eh bekommt meistens. Aber jetzt die Stats. Wow. 12, 12, 10, 10. Okay, es ist runbar. Das ist sehr gut. Ja, das Plus ist 2, nicht gut. das ist gut. Das ist eine gute Attacke. Nicht ganz das Maximum, aber im oberen Hälfte auf jeden Fall. Die Defense auch in der oberen Hälfte, Special, Mittelding und Speed auch in der oberen Hälfte.
Vielleicht Spiel haben wir. Also ich habe den 20. Ich habe den Rechner hier offen, okay, wo man das ausrechnen kann. Je nachdem, welche Encounter man dann noch hat, weil man kriegt ja noch Experience Values für besiegte Pokémon und so weiter. Das verschiebt sich dann etwas, aber versucht das hier mal zu folgen. Ein Sandred würden wir gerne fangen, weil Cutslave kann Zerschneider lernen, aber wir haben noch keine Pokébälle. Ja, Pokémon Gold, allgemein. Momentan vielleicht die meistgerunste Kategorie in den ersten drei Generationen. Vielleicht noch zusammen mit Pokémon Sapphire leicht dahinter. Also die großen Runner wie Exarian, Pokéguy, Gunner irgendwie. Streamen ist zurzeit. Und ziemlich aktiv, weil Pokémon Rot etwas darunter leidet, dass da die Regeln noch etwas unsicher sind. Da wird gerade abgestimmt, ob man Instant Text, einen kleinen Glitch, der Text schneller macht für eine kurze Zeit, für eine vorübergehende Zeit. Diese kurze Zeit spart jetzt aber nicht allzu sehr. Als ich jetzt doch aktiv gerannt habe, war es, meine ich, erlaubt es aber schon vor 2 Jahren oder so. Frag mich was Besseres. Ja, das war dann wieder noch vor meiner Zeit. Ich bin jetzt erst seit einem Jahr, April oder so, dabei in Pokémon Rot. Also ich weiß, es ist nicht genau ein Timesave, aber die oberen Runner sehen das eigentlich alle als dann muss an, oder zumindest wartet jeder ab, was da rauskommt. Okay. Aber Instant Text existiert in gewisser Maße auch hier in Generation 2, weswegen die ganze Diskussion. Also es ist halt immer schwierig, was jetzt ein Glitch ist und nicht. Also in Generation kann man sagen, ist es drin, aber die Umstände, um es zu bekommen, sind. Man muss ein bisschen anders. Man kann nicht einfach zu einem Händler reden, man muss hier an einer gewissen Stelle ein Rare Candy, ein Sonderbonbon für ein extra Level verwenden, um dann einen Move zu lernen, und dann kriegt man Instant Text, bis man irgendein Menü oder wieder öffnet. Also es existiert auch hier und okay, das kann man dann gespannt. Aber ich weiß es gar nicht, ob das jetzt hier bewusst verwendet wird. So, you know, that's kind of a thing. Or at least it feels like it's only in my right ear, but that might also be the game. Okay, wir bekommen jetzt von Professor Eiche den Pokédex für den Anfang und werden geheilt. Ich glaube jetzt, er war schon im Markt, oder? So, soweit ich gesehen habe, noch nicht. Jetzt kriegen wir einen Anruf, dass was raus, dass im Labor eingebrochen wurde, wir ganz schnell wieder zurückkommen sollen. Für die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Ja, Sakura, er benutzt den Gameboy Player. Ja, und hat einen Game Boy Advance SP in der Hand. Gibt ganz wenige, die Nintendo DS mit einer Flash Capture Card verwenden. Oder halt Emulator. Kann man ja auch noch verwenden. Ja. Werden denn, ich sag mal, die neuen Versionen auf der Virtual Console vom DS, werden die denn dafür jetzt erlaubt, oder wäre das jetzt eine andere Kategorie? Die Virtual Console Spiele sind erlaubt. Das Problem von Generation 1 ist halt, dass es die Man-Apps nur für Game Boy Advance basierte Spiele gibt, weil das RNG etwas anders läuft. Und es gibt Leute, die, oder es gibt einen Runner, der sich so halbwegs ein runbares Pokémon dann auf der Virtual Console eine Manipulation sich ausgedacht hat oder gefunden hat, aber es ist halt nicht garantiert, und dann, also die meisten machen es nicht. Aber man kann es, ist es auf den offiziellen Leaderboards, okay, glaube ich, erlaubt. Hier bei dem, Entschuldigung. Also im Gegensatz zum Beispiel zum Super Game Boy Player auf dem Super Nintendo, was man nicht spielen darf, oder den Game Boy Tower, Pokémon Stadium, die Sachen gelten als schlechte Emulationen, auch wenn sie offiziell sind und deswegen nicht erlaubt.
Carol meint doch gerade, hätten wir den Kampf verloren, es wäre sehr, sehr schlecht gewesen. Allerdings haben wir den Fight hier gut gemacht, hatten auch zwischendurch einen Crit drin, das ist natürlich sehr vorteilhaft. Der Rival haut ab. Have a value anywhere between 0 and 15 that determine how well the stats are. For comparison, but the difference between 0 and 15, hat irgendwelche Fragen sind im Chat, immer raus damit. So it's quite significant near the end of the run. 14 attack means I have, I believe, kann ich auch gerade nicht sagen, wie unsere Werte gerade aussehen. Ja, ich versuche das gerade. Hinzugeben, bin bloß nicht so geübt darin, deswegen. Nö, alles gut. Gerade uns, also ich spüre jetzt gerade nochmal zurück hier. Unser Rival ist Twitter. Die Improvisationsreich. So, yeah, 14 on defense, which basically means that, geben wir jetzt dem Professor das Ei, was wir später wiederkriegen, relativ bald. Which is gonna help us especially early on, because we'll be taking somewhat less damage from some of the fights early on. And that can, ja, Dukarios, es ist da aber auch genauso wie bei uns früh am Morgen und die meisten sind jetzt schlafen, die kommen später noch. Es gibt noch die Leute hinter der Kamera, genau. Die Rashida, da sind ja auch noch fort. Genau. Was würdest du meinen? ist das einfach zu lernen oder eher weniger? Also ich schwanke wirklich, ob ich es lerne, weil Pokémon Go ist so ein Spiel, das könnte man lernen, aber ja. Oh, jetzt. Ja, jetzt wird er den das Zerschneider Slave, Cut-Slave fangen. Und das ist der früheste Encounter, den man bekommen kann. Später könnte man auch einen Knofenser fangen. Oder Sandshrew in Union Cave. Aber das war glücklich. Jo, das, und das Problem auf jeden Fall. Vorbei. Das wollen wir natürlich nicht benennen, weil es wir nur für Zerschneider brauchen. Also ob das schwierig zu lernen ist, es ist auf jeden Fall hier mit Gold ein langer Run. Deswegen habe ich noch jetzt groß damit gespielt. Pokémon Rot mit 2 Stunden. Also bei Pokémon Rot ist es halt so, dass man viele Manaps braucht. Die gibt es jetzt hier in Gold nicht. Kommt darauf an, wie gut man mit Manipulationen zurechtkommt. Ist das ein Vor- oder Nachteil? In Rot hat man halt ein garantiertes Nidoran mit den Stats. Und hier muss man immer warten und schauen, sind die Stats überhaupt gut? Ja, das ist natürlich 23. Oh. Wo bist du bei der Zeit gerade her? Also, ich bin bei 11:25. Jetzt 2-3 Sekunden hinterher. Okay, 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 okay. Natürlich kosten die Encounter jetzt gerade noch so ein bisschen Zeit, aber sind minimal 3-4 Sekunden, wenn überhaupt. Ja, also man will noch zusätzliche Experience in den ersten paar Encountern. Level 2 ist zu niedrig. Weil man bis zum zweiten Rivalen möchte man eigentlich darf man es auf Deutsch evolviertes Totodile haben? Okay. Also, weiterentwickeltes Totodile. Ja. Da muss man eben Level 18 erreicht haben nach Bubsy. Nach dem zweiten Arena-Leiter, ja. Da braucht man schon extra Erfahrung. Nun, das Pidgey mit. Und ja, man möchte relativ früh Level 7 erreichen, weil man dann den Move Rage erlernt, was ein etwas überpowerte Move ist.
je nachdem wie lang der Kampf dauert, weil jede Attacke, die man abbekommt, die einen angreift, verstärkt die Attacke Rage. Ja. Und dann macht man eben mehr Schaden und das ist dann die Hauptattacke für das Early Game hier. Oh, er hat einen sehr guten Speed, das ist schon mal sehr gut, den zweithöchsten, den man kriegen kann. Hier sehen wir den ersten Spinner im Pokémon Gold, wo sie zum ersten Mal aufgetreten sind, laut meinen Informationen. Ja, das sind schwierig drum rumzulaufen, in einem 60-Frame-Game, also man jeden Frame ändern können. Er ruft jetzt hier auch noch die Mutter an, damit sie nicht einen an dieser Stelle zurückruft oder anruft, nutzt hier die Menüzeit. Um den Anruf schon mal vorne wegzunehmen. Yep. Einfach der Anruf, soll ich Geld sparen für dich? Dann sagt er nein und dann war es das erstmal. Also würden wir Geld sparen, dann würden wir hin und wieder angerufen werden und gesagt bekommen, wir haben ja so und so viel Geld für uns gespart und das würde natürlich extrem viel Zeit kosten. Man ruft halt an und schickt Geld und dann kauft die Mutter was davon. Für eins. In der ersten Arena. Der erste Pokémon ist Level 9, relativ hoch. Ich glaube, ein Habitak. Spiro. Ja. Hab noch etwas Probleme mit den festgesetzten Pokémon, weil ich eben hauptsächlich vom Randomizer komme jetzt in letzter Zeit. Du, alles gut. Und da sind die Level zumindest gesetzt, deswegen weiß ich die eher als das Pokémon, was dann randomisiert ist. Und ja, jetzt wird eben Rage eingesetzt und dieses Spiro setzt gerade Pack ein, was natürlich was Carol will natürlich, allerdings Data Rage der nächsten mehr Schaden macht und wir haben Gott sei Dank noch die Bäre. Ihr dürft hier mal raten, was die erste Arena für ein Typ ist, lieber Chat. We have gotten very lucky with this Totodile, especially considering it was the first Totodile. RG mag ihn gerade, weil er hat ein sehr gutes Totodile gekriegt. If I ever were to get confused, it would immediately break me out of confusion. And that's just very useful. 15, 12, 13. And Zubats are a pain. But yeah, before that, we're gonna fight Birdkeeper Rod. He's got two Pidgeys, they're not particularly dangerous. Zumindest das, was ich hier auch im Rechner ausgerechnet habe. Was ist jetzt hier? Ja. Nur auf jeden Fall. Runst du denn auf selber die Randomizer oder schaust du die eher nur an? Also ich habe jetzt an dem Turnier teilgenommen, das momentan auf Speed Gaming läuft. Okay. Bin jetzt raus nach der Gruppenphase. Oh. Okay. Weil es gibt auch einige, die das deutlich häufiger spielen und dann auch besser können. Und da benutzt man als Basis Crystal, was einige paar Unterschiede hat zu Gold natürlich. Ja, logischerweise. Auch storymäßig. Aber die Kamera, wie die erste Arena-Fight läuft. He's a scrub, but he's also the gym leader, so he kind of. He is a Pidgey and a Pidgeotto. And Falk, auch in Deutsch genannt, im Englischen Falkner, hat erst ein Pidgey, aber und dann noch ein Pidgeot. Ein Tauboga auf Level 9, was eigentlich nicht möglich ist, rein entwicklungsmäßig, weil Haupt entwickelt sich erst auf Level 18. Aber naja, ist eben halt so. Definitely
definitely be off to a good start here. So yeah, this is the Peugeoto, we two shot. Würdest du denn jetzt das auch run oder dir sagen, jetzt nicht nur Randomizer, sondern auch im Takatsumar jetzt Glitches oder Glitchet oder wie auch immer jetzt? Oder sagst du dir, du bleibst eher beim Randomizer? Ne, ich wollte jetzt eigentlich zu den normalen Speedruns übergehen, ein paar ausprobieren, je nachdem Gold oder Crystal. Und jetzt so ganz sicher, nachdem ich jetzt in Rot habe ich auch noch einen BB, der noch relativ verbesserungswürdig ist, weil er auch noch aus einem anderen Turnier stammt. Ja, aber muss man halt schauen, was einem dann so interessiert. Ja, genau, sehe ich auch so. Und ich bin immer noch mit diesen 3,5 Stunden, bin ich immer noch leicht am Kämpfen. Ja, es sind eben halt wirklich 3,5 Stunden, allerdings, sag ich mal, vergehen diese 3 Stunden auch relativ schnell, finde ich persönlich. Und es ist eben halt wirklich, wenn man es damals als Kind gespielt hat und jetzt wieder spielt, ist es eigentlich immer wieder schön zu spielen, weil es sind schöne Spiele. Ja, die Speedruns werden teilweise aber in so eine Richtung optimiert, wo es weniger Spaß macht zu spielen. Ja, also man muss natürlich, Thema hatten wir gestern, hat man Ehrgeiz beim Speedrun, will unbedingt den Weltrekord haben, dann ist es natürlich eher weniger Spaß, aber ich sag mal, ich speedrunne selber, um einfach nur Spaß zu haben an dem Spiel, um es einfach hin und wieder immer wieder zu spielen und die Hauptsache. Ja, hier nimmt er noch eine Bäre mit gegen Paralyse. Später durchaus wichtig, wenn man paralysiert wird. Gibt es noch ein paar Kämpfe, wo das passieren kann. Wird dann vom zweiten. Wieso benutzt man hier eigentlich Gold und nicht Silber? Es gibt da einen Unterschied, eigentlich nur den Unterschied, dass man einen Gold Ho-Oh fangen kann und einen Silberlugia. In Union Cave, was wir jetzt dann, was jetzt hier weiter südlich liegt, also der nächste Tunnel, da kann man einen Sentru, oder Sundan, glaube ich auf Deutsch, fangen. In Gold und in Silber nicht. Und das ist eben ein Cutslave, ein mögliches Cutslave, wenn man kein Sentret oder kein Bellsprout vorher bekommt. Also ich weiß. Oh, Entschuldigung. Also die Hauptrunner laufen dann durchaus mal noch in Union Cave ein paar Mal hin und her, wenn sie wirklich noch keinen Cutslave bekommen haben. Das ist der spätmöglichste Cutslave, außer man kriegt wirklich noch eins in Elex Forest. Aber ich habe da jetzt noch keinen Run gesehen, der dann da erstmal noch einen Cutslave gefangen hat. Aber ja, also ich weiß nur eben halt, ich habe mal einen Run von Garner Maniac gesehen, ein Race gegen Kizon, das war dann beide relativ später im Run, ein Shiny Electro bei gesehen. Ich weiß nicht, kennst du das Video? Kannst du auf YouTube finden. Mal schauen. Ah, jetzt erzählt Krull, dass er. Also, man hat wirklich mit der Erfahrung etwas zu kämpfen, aber aufgrund der Stats hat er sich jetzt entschieden, diesen einen Fischer nicht zu bekämpfen und die Erfahrung mitzunehmen. Also, da ist er jetzt optimistisch, da mit den Stats soweit durchzukommen. Ein zweiter Grund noch für Gold momentan ist halt, dass es die Manipulation für den Goldball, für den Masterball, den man dann in der Lotterie gewinnt, die Manipulation vor dem Spielstart, um die Trainer-ID zu manipulieren, die bestimmte Nummer zu bekommen, die man braucht. Die haben Leute halt bis jetzt nur für Gold dann auch rausgefunden, da gibt es jetzt nichts für Silber, deswegen dann auch Gold vorzuziehen. Aber das kommt dann halt, weil Gold generell schon mal besser ist wegen Sentry hier in dieser Höhle. Das auf jeden Fall.
Ich sag auch mal so, zweite Generation ist eher noch so, sie wird gespeedrun, aber es wird eher so erste, dritte, vierte Gen gerannt und eher nicht so die zweite. Also ich finde nicht gut, dass eben halt das auch gezeigt wird. Also ich habe ja vorhin erzählt, also momentan sind wirklich sehr viele Goldrunner unterwegs. Eben wirklich die Top 5 oder so. Oder die Top 10 mehr oder weniger. Also die Hälfte der vielleicht oder zwei Drittel der Pokémon Speedrunner, die ich so in meiner Liste momentan hatte, die Pokémon spielt, die nimmt momentan Gold. Ein paar Sapphire, aber Rot ist halt wegen den Regeln momentan auf pausiert. Gelb hatte den großen Hype irgendwie vor zwei Monaten oder so, als Araya der erste war, der 1,56 geholt hat. Der einzige davor hat die Minutenmarke übersprungen und dann hat man halt gesagt, da liegt ein Fluch drauf und dann hat Araya die 1,56 geholt in Gelb und dann fielen irgendwie, dann kam der nächste mit einer ähnlichen Zeit und dann fiel der Weltrekord innerhalb eines Tages zweimal und seitdem ist irgendwie Gelb. Und vor allem nachdem es dann aus SGDQ das Rennen nicht angenommen wurde, seitdem ist irgendwie auch in Gelbpause. Oh, okay. Und man sieht Gen 1 momentan auch nicht mehr so häufig und deswegen Sapphire und Gold oder die Leute, die halt den Randomizer spielen, Bingo. Also den Randomizer als Rennen in einem Bingo, das man auf Speed Gaming sehen kann. Okay. Das stelle ich mir sehr interessant vor, irgendwie. Wir haben jetzt übrigens auf Level 13 Aquaknarre gelernt, was natürlich auch mit Raserei auf Deutsch, also Rage, sehr OP ist. Ja, vor allem gegen die Hiker hier im Tunnel mit ihren Stein, Feuer. Boden und Feuer-Pokémon, ja. Obwohl, das ist ja hier kein Hiker. Nee. Jetzt hätte der kein Vulpix. Nee, das war ein Feuerspeier. Und GZ, Z-Rain. Force-Rain, mein Gott. Ist doch wohl ja Moch. Aber ist das nicht ein bisschen riskant, dass er jetzt trotz, dass er eben halt ein sehr gutes Total da hat, dass er dann einen Kampf ausgelassen hat wegen den EXP? Das ist doch ganz schon risky, finde ich persönlich. Also das Risiko kann ich jetzt nicht genau abschätzen, weil da fehlt mir einfach die Erfahrung. Okay. Da muss er... Müssen wir uns jetzt mal auf Crew verlassen, wie das jetzt ausgeht. Ja. Sollte da mit der Route sich besser auskennen. Sakura, wie kann man sich das bei Random bei Pokémon vorstellen? Also du kannst eigentlich dir... Man kann viel einstellen. Genau. Also man kann sehr viel randomisieren. Ja. Die Basics, die im Turnier gerannt werden, sind alle Pokémon sind randomisiert von Trainern, die Encounters. Man kann alle 251 Pokémon in Johto finden, auch wenn sie manchmal nicht im Pokédex mit der Umgebung eingetragen sind, weil Angeln und so wird da nicht angezeigt. Die Attacken, die Moves sind randomisiert, diese lernen und diese haben. TM sind randomisiert, bis auf ein paar Ausnahmen, um es besser spielbar zu machen, kann man aber auch ändern. Die Items, die man so findet, sind randomisiert. Allerdings weiß man, wo TM sind, weil nur die Zahl wird geändert, damit man halt... Es gibt Goals, die sagen, findet es TM und wenn es dir eine Person gibt, dann weißt du auf jeden Fall, diese Person gibt mir dieses TM. Welche Attacke es dann ist, ist dann die andere Frage, aber
man hat halt noch so gewisse Ziele, die noch nicht randomisiert sind, damit es ein bisschen beherrschbar ist, dass man ein bisschen die Route planen kann, dass es nicht komplett Zufall ist. Aber ein Pokémon zu finden, ist Zufall dann. Da geht man dann ins Gras und hofft dann, hoffentlich finde ich ein Pokémon, was auf der Karte ist. Was man jetzt hier sehen kann, ist, um mal kurz zurück auf den Run zu kommen, wir sind jetzt hier im Slowpoke, Slowpokeball. Genau. Brunnen. Genau. Und sehen hier Team Rocket, die sich eigentlich, wer Gen 1 kennt, eigentlich aufgelöst haben. Weil Gott und Silber spielen 3 Jahre in der Zukunft nach. Ja, 3 Jahre. Okay. Und ja, sie, Team Rocket hat in dieser Stadt zumindest auf die Slowpokes abgesehen. Und auf ihre Schwänze. Schwänze, genau. Die lecker sein sollen. Ja, und die bringen nämlich mordsmäßig viel Geld. Ja, man kann sie für in Mahagoni Town für 10.000 oder so kaufen. Jetzt hat er hier gerade ein bisschen Pech, weil er wurde vergiftet. Aber trotzdem kein Problem. Wir kritten hier einfach den Enkeln weg. Wir sollten weder eine Beere oder ein Antidot haben. Wir haben das Antidot uns gekauft, also von daher. Ja, stimmt, ja. Ja. Since I don't have my Bitterberry anymore. I wouldn't have saved here if I still had it. Achso, und jetzt kommt ein Zubat, was natürlich Super Sonic kann. Und deswegen kann man Pech haben mit der Verwirrung. Ja, weil er ja auch die Bitterberry nicht mehr hat. Aber schauen wir mal, was die RNG für uns bereithält. Aber erstmal kommt ein Redditor, was. Ja, nichts Besonderes ist. Im Moment passiert nichts Besonderes, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Chat, haut raus. Ja, kämpft sich so durch und jetzt ist er auf den Zufall angewiesen. Ah, jetzt hat er natürlich das Pech mit der Confusion hier. Und wird auch, verlässt sich auch selber. Schauen wir mal. Oh, nice. Einzug Verwirrung, das ist natürlich sehr nice. Was die RNG angeht. Also, ich bin ein paar Sekunden dahinter, aber ich krieg's irgendwie mit dem Refresh nicht so ganz. Ach, der war gut. Das ist natürlich ein bisschen lange her, dass ich das gespielt habe oder auch gesehen habe. Ich wusste jetzt nicht mehr, dass der 2 Zubats hat. Ja, mit Super Sonic habe ich mal in einem anderen Zusammenhang schlechte Erfahrungen gemacht, als ich im Rot-Turnier hat das eine Goldini vor Misty auch Super Sonic und okay. Dann probiert man es halt 5-6 Mal und man trifft sich die ganze Zeit selber, das fühlt ja, sich furchtbar an. Das ist natürlich extrem blöd. In Gold, however, because we have the high level, I didn't get the range there, that's unfortunate. Da hat die Damage Range nicht ganz ausgereicht. It doesn't matter. Aber. Ja, sehr knapp. Ja, Damage Range, also. Es hängt auch noch vom Zufall ab, was eine Attacke für einen Schaden macht. Also, es wird ein Basisschaden ausgerechnet und dann gibt es eine gewisse Range von. Ich glaube 75% bis 100%. Je nachdem. Kann das Pokémon manchmal knapp überleben? Ja. Oh.
Rein in die zweite Arena. In die Käferarena von Kai. The way that this fight works is the order they send out their Pokémon, the Spinarak and the Ledyba, is different. Ist das Kai? Ja. Deutsch? Genau. Ja, manche englische Namen sind eben halt der wirklich besser. And then have to sit through it throughout the Spinarak fight. The upside is the Spinner or by going right first is that the Spinarak has scary face, which can. Dafür, dass es cool erst wieder vor ein paar Tagen angefasst hat, macht es bisher relativ sicher, finde ich persönlich. Ja, grundsätzlich das Spiel kennt er ja auch. Er ist ja auch im Bingo-Tournament mit Crystal. So, die Karte kennt man dann auch, auch wenn manche Trainer sehr an einer anderen Position stehen. Gold im Vergleich zu Crystal. Logischerweise. Und ich glaube, er hat ja seinen Guide neben sich. Ja. Und an der Stelle, wo er nicht weiterkam, ich glaube, zweimal oder so, war er dann der zweite Rivale. Okay. Der ja gleich nach der Arena jetzt hier kommt. Ja. Dieses Wiedel hier kann vergiften, oder hätte das es jetzt gemacht, hätten wir jetzt ins Menü müssen und heilen müssen und das hätte so ein paar Sekunden gekostet. Allerdings hatten wir da jetzt Glück und es ist nichts passiert. Hier wieder ein Spinner, dem wir gekonnt ausweichen, indem wir kurz ins Menü gehen. Und hoffen wir, dass sich der in die Richtung umdreht, wo wir nicht lang laufen wollen. Wir saven jetzt hier einfach, um sicher zu gehen, dass wir den Kampf auch schaffen. Und wäre das jetzt hier kein Marathon Run, würden wir ja nicht natürlich speichern. Ja, oder ein Rennen, wo man durchkommen will. Genau. Mal schauen, wie der Kampf läuft. Ja, der Stringshot ging schon mal daneben. Ja, jetzt sind die Tackles gut, weil das verstärkt Rage. Ja, er will Level 18 erreichen nach dem Kampf, um eben die Weiterentwicklung zu haben. Ja. Mit dem zweiten Rivalen. Genau. Würde das nämlich nicht passieren, müssten wir einen Exo-Trainer kämpfen und das würde nämlich Zeit kosten. Aber schauen wir mal. Hallo Zichlo. Ja. Gefährlichste Pokémon? Das war ein Crit. Oh. Das ist sehr nice. Es lief gut. Und Level 18, sehr nice. Very important that I do not touch the controller during this evolution. So we're just gonna take our hands off the controller here. Und hier sehen wir die Weiterentwicklung. In Tyrakrok auf Deutsch. At the very least. And that is if you after Union Cave, otherwise it will lose you even more. So yeah, that's the first of the big three trainers down. That's, that was ja, und im Englischen häufig abgekürzt zu Kroko. Genau. Wir haben hier Zornklinge übrigens gerade erhalten, allerdings. Also Fury Cutter. Ja. Englisch, genau. Im Englischen. Und das ist die nächste beste Attacke, die Croconaw lernen wird. Weil im Gegensatz zu Rage, was verstärkt wird jede Runde, wenn man angegriffen wird, ist Fury Cutter bei jeder Benutzung stärker. Okay. Bei mir? Nee, alles gut. Ja, bei mir auch.
have it nighttime, and that's. Team, please. Please. Okay. Refresh mal kurz. So ins falsche Fenster. Ja. Ich glaube, jetzt hat er die Bäre noch geben fürs Croconaw und eben speichern, weil es ein gefährlicher Kampf ist. Dann hauptsächlich Bayleaf ist gefährlich, also der. Ja. Weiterentwicklung von Chikorita. Ja. Der Rivale hat nämlich aus dem Labor von Professor, oh Gott, wie ist der jetzt auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Irgendein Baum. Ja. Die Pokémon-Professoren. Birke oder was? Nein, eigentlich immer so nach Bäumen genannt. Und die Beere ist schon mal weg. Mhm. Aber auch. Oh. Und Bayleaf ist gefährlich wegen Rasierblatt, Razor Leaf. Ja. Yeah. Hat eine hohe Crit Rate. Das ist einfach eine Eigenschaft der Attacke. Nicht Professor Eich. Nein. Professor Eich haben wir schon gesehen. Der erste Professor in der zweiten Generation, ja. Mm. Professor Eich kommt hier auch relativ früh vor, aber. Ja. Yeah. Also Professor Elm. Ja. Auf Englisch. Genau. Deutsch wird's halt schwierig. Ja. Bayleaf ist schon mal weg. Mhm. Läuft gut. Man kann dazu sagen, unser Rivale, also Twitter, ist ins Labor von dem guten Professor eingebrochen und hat das Chikorita, also das Indivier, geklaut. Aber der Fight war außer der Paralyse und so relativ gut. Ja, der kann schlimmer laufen. Genau. Jetzt gehen wir gleich zur Schneider. Allerdings müssen wir jetzt dieses Porenta erstmal einfangen. Indem wir es ein paar Mal ansprechen. Es eher zurücklocken, oder? Mhm, genau. Weg abschneiden. Ja. Und wenn wir das geschafft haben, den Mörder Schneider, also HM1. Von den beiden Holzfällern. Ja, genau. Vater und Sohn. Wo wir auch später in dem Haus eine Holzkohle kaufen können. Was wir nicht machen werden. Aber können. Und ob wir was gegen die Lex machen können. Wir können für die Lex leider nichts. Wenn dem. Genau, wie Dr. Devil schon richtig schreibt. Wir können gegen die Lex, wenn es der Mainstream ist, nichts machen. Leider, tut uns leid. Wir haben jetzt unseren Sandred Cut beigebracht, um die Bomben zu zerschneiden. Kann ich mir das mit der Trainer-ID so vorstellen, wenn er die manipuliert, so wie zum Beispiel mit dem Mudkip aus Gen 3? Oder wie ist das? Na, es gibt die. Das, ja, ist eigentlich ähnlich, weil man auch das Timing dafür finden muss, in dem Fall, glaube ich. Für Rot und so gibt's Manipulationen, die dann auch vor allem in den Glitch-Kategorien verwendet werden, die einfach nur auf die Button-Eingabe in den Startmenü, also Hard Reset, Konsole resetten oder Emulator resetten und dann Tasteneingabe und auch, dass sie gebuffert werden und beim ersten Mal, wo es gebraucht wird, erkannt werden, wechseln in den nächsten Screen, kann man das einfach durch Button-Eingabe machen
In Generation 2, glaube ich, kommt noch in einem Moment dann noch dazu, dass man das Timing haben muss. Dadurch, dass man aber allerdings dann die Trainer-ID behält für jedes neue Spiel, solange man nicht den Speicherstand komplett löscht, kann man das einmal machen für ein paar Versuche, die man angeht. Okay. Und der Rappel läuft aus. Du bist ganz schön refresh mal. Ach Nochmal, so. bitte. Weil ich bin jetzt bei 42 Minuten 50. Was wir Da jetzt muss hier man die gerade ganze Zeit gesehen immer. haben, ist, wir hatten Pech mit dem letzten Grasteil, ist uns dann noch ein Pokémon angesprungen. Und jetzt gehen wir uns hier das Fahrrad holen. Das Fahrrad ist, kriegen wir vom einen, der nach Kanto gezogen ist und da ein Fahrradladen nach Johto gezogen ist, nicht nach Kanto. Er kommt aber aus Kanto und gibt uns das Fahrrad, um erstmal Werbung für ihn zu machen. Allerdings behalten wir es einfach und lernen jetzt hier Headbutt, also Kopfnuss auf Deutsch. Ja, ist eine gute Attacke. Normal-Typ. Ja. Was besonders gut ist in Generation 2, weil man noch ein paar Batch-Boosts bekommt auf Attacke und Normal-Type-Moves hier bei Whitney. Und jetzt gehen wir Kenya geschenkt und sollen es weitergeben eigentlich. Und das ist unser Flyslave. Dann fliegen. Ich weiß nur, dass man eben halt im Glitch-Storm das Büro, also das Kenya, benutzt, um zu glitchen. Weiß gar nicht, ob meine neueste Route überhaupt noch so weit kommt. Das weiß ich natürlich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Also wie gesagt, es gab bis vor dreiviertel Jahr oder so, war man noch bei einer Dreiviertelstunde und dann kam man noch bis nach Goldenrod City und ich glaube, mit den neuesten unter 20 Minuten kommt man gar nicht mehr so weit. Ich glaube, das läuft jetzt. Also die schnellsten Zeiten, Top 5 oder so, die laufen ein bisschen anders. Denke ich Okay. mal. Einfach von den Zeiten jetzt her. Ja. Bin jetzt bei 45, 8, 9. Ja, jetzt bin ich hinten dran. Dann ist alles gut. Solange du vorne dran bist, ist alles in Ordnung. Big run killer of the game. This is Whitney. Now, if you've ever played Gen 2, you might remember Whitney for her fuel Ja, tank being was soll man über Whitney sagen? Vielleicht Cruel sagt mal, erzählt mal wieder vom Miltank, das einem immer in Erinnerung bleibt. Andere meinen, das Pixie, das Clefairy ist gefährlicher, wie ein Metronom. Manche denken, sagen, sie kriegen immer die gleiche Attacke übers Metronom, obwohl es eigentlich die Chance hat, jede beliebige Attacke aus der Pokémon-Welt hier auszuführen. Was natürlich das RNG noch auf die Spitze treibt hier. Mega Und 3. ich schau gerade mal, der WR bei 80% in Pokémon Gold und Silver ist bei 14 Minuten 58. Ja, wie gesagt, mit einer neuen Methode, ja. Ja. Sehr gedrückt worden. Und das Miltank. Yeah, like I said, Miltank not the big problem as long as I hit my first Fury Cutter here. Ja, Fury Cutter wurde eben stärker mit jedem Einsatz. Oh, die Range fehlt. Ach du grüne Neune. What? How did Headbutt not kill it? Das war ja mal unglücklich. Okay. Ja. That just happened. Ich hatte gerade Headbutt währenddessen should have killed lustige it. Need for Speed I switched Werbung to wieder Headbutt mal. with higher Okay, accuracy. also Headbutt hat gerade nicht gereicht zum Kill. I had no clue Ein that HP would oder still be so. damage range. That Ein should Pixel hat not be auf jeden Fall damage range. gefehlt. Wow, das ist natürlich sehr, sehr Crew unglücklich. war sich sehr, sehr Aber. sicher, dass das eigentlich sein müsste. Okay, whatever. Nochmal wieder Fury Cutter mehrmals einsetzen, um es zu Oh, this verstärken. is bad.
Ja, Doppelteam. Oh Gott. Because if I miss, it's a reset at this point. Oh, jetzt. Jetzt hat das Clefairy auch noch Fury Cutter gelernt, aber es interessiert uns nicht. Ja, aber er ist jetzt doppelt HP, doppelt so viel HP hier. Relativ gut aus. Komm, McGrank, it's Headbutt nicht. Da heilt sich. Ja, da hat er. Hätte er nicht Headbutt einsetzen sollen. Das war ein Missklick vom Kommen. Jetzt! Oh. Deswegen erinnert man sich an das Miltank wegen Milkdrink. Was ist denn das für eine RNG gerade? What the fuck? Das ist die normale KI, die dann einsetzt hier, sich zu heilen. Ganz guter Move eigentlich, also. Oh, come on! Oh, nice. Hat's zweimal spannend gemacht. Ja. 6 HP, das ist nicht gerade viel. So yeah, the 6 HP is not a big deal. I'll use a super potion in a bit. But that was some fight right there. I forgot that because of Stomp, I had to not do. Und Bianca auf Deutsch ist natürlich so traurig, dass er verloren hat, dass er uns erst den Ohr nicht rausrücken will. Allerdings, nachdem wir mit der Vorderin geredet haben und noch mit Irene, also mit Bianca, gibt es dann doch den Ohr, nachdem sie sich beruhigt hat. Ja, da gibt es ein paar Arena leider, die machen es einem etwas schwer, an den Orden zu kommen. Ja. Gute Nacht, Force Dragon, schlaf gut. Also 60 Stunden an einem Modellpanzer zu bauen, ist schon Respekt. War das schon in Generation 2 so, dass Biss eine Unlichtattacke war? Oder haben wir sie erst mit Generation 3 hinzu? Nee, das haben sie mit Generation 2 geändert. Direkt. Gut, gut. Okay. Und hier kriegt man die die Gießkanne direkt. Genau. Von der einen Frau, okay. Diese Gießkanne braucht man, auch Shiki-Kanne genannt, um das Muggelbaum relativ bald zu gießen, damit es verschwindet. Ein Kristall muss man erst das andere Mädchen anreden, damit, okay. Damit man dann von der anderen die Gießkanne bekommt. Nochmal komplizierter dann. Okay. Jetzt ist er hier im Untergrund, weil wir den Weg dann freiräumen müssen, um in das Rocket-Versteck zu kommen, rechts. Ja. Aber er ist eigentlich jetzt momentan unten, um die Coin Case zu bekommen, um dann ins Casino gelassen zu werden. Oder nee, man kommt rein, aber man kann ja erst Sachen kaufen, man kann erst Chips kaufen, wenn man den Coin Case im Inventar hat. Ja. Aber diesen Trainer hier bräuchte er normalerweise nicht, aber weil er später ins Versteck will. Ja. Ja, aber er nimmt noch einen Trainer mit, aber den nimmt er jetzt mit, weil er ja da dann rein muss. Ja. Wie gesagt, Chat, wenn irgendwelche Fragen sind, haut raus. Ich denke mal, wir sind kompetent genug, diese zu beantworten. Ja, der Typ hat 4 Pokémon. 3 Magnetilos und ein Voltoball. Aber die Magnetilos tun wir mit der Aktenknarre einfach mal so umnieten, ne? This is, by the way, where the old glitched route were just about end the game. In the very old glitched route, we used to get the coin case, then do some glitching, and then, you know, basically wrong warp to the end. That's not something we'll be doing today. Ja, jetzt, Krul zieht nochmal den Bogen mit der Coin Case. Das war halt. Er sagt jetzt auch für die alte Route in Any Percent, was das Hauptglitch-Item. Ja. Also, ja, scheint dann für die Dreiviertelstunde stundenlang Runs gewesen zu sein. Nicht mehr die aktuelle, schnellere Route.
After that Whitney fight, I figure I might as well. Paar versteckte Items, deren Position ich mittlerweile kenne, weil in dem Randomizer kann da alles sein. Und dann pickt man eigentlich alles ab, was rumliegt. Und jetzt ist er in der Game Corner. Die beste Musik im Spiel, finde ich. Einfach zu gut. Und er holt sich 100, nee, oder wie viel? Enough, genug Coins, um sich das Abra zu holen. Das Abra kann Teleporter und schickt uns zum letzten Pokémon-Sender zurück. Was in diesem Fall Violet's City ist, wo man Falkner besiegt haben. Und dadurch skippt man den ganzen Weg nach oben. Ich glaube, da habe ich refreshed. Den ganzen Weg nach oben, wo man durch den Nationalpark gelaufen ist. Und da muss man eben nicht nochmal durch. Oder es gibt dann noch einen zweiten Weg durchs Gras und noch einen Trainer besiegen. Aber das muss man alles nicht laufen, wenn man Teleporter hier einsetzt. Oder sich noch TMs. Verkauft Mudslap, was sehr wichtig ist, als Attacke in Sapphire. Erkennt man das als eine Attacke, die sehr häufig misst, im falschen Moment. Aber wir brauchen uns hier nicht und kaufen uns... Was war das? TM33? Da hatte ich gerade nicht aufgepasst. Yep. 33 aber... Okay, und kaufen wir uns hier die... Ja, okay, die X-Items, die ich glaube nicht so broken sind wie in Generation 1. Na, das einzige X-Item, was broken ist in Generation 1, ist X-Accuracy. Und genau. Das auch nur für One-Hit-KO-Moves, was wir hier nicht verwenden, oder was man nicht hier verwendet. Der Rest funktioniert eigentlich genauso wie in Generation 1, also... Den Level, den Status-Level, eines Statuswertes. Ah, ja, er hat nicht genug Geld. Das ist natürlich extrem bitter. Er wollte sich eigentlich 3 Escape-Boards kaufen, aber konnte sich nur 2 holen. Eieieiei. Aber gut. Schauen wir mal. Ja, deswegen App. Eventuell später kaufen. Auf jeden Fall jetzt sind wir zurück in Violet City, dank Teleporter. Yep. Und jetzt will er eben nicht am Schalter heilen, weil das dauert mit der Animation und deswegen steckt er die Pokémon in die Box, holt sie wieder raus und dann sind sie komplett geheilt. Was nicht so in Generation 1 funktioniert. Nee. Wir haben das Ei nur wieder ins Lager gepackt, weil wir brauchen uns nicht. Nee, ein Togepi braucht man nicht für diesen Run. Nee. In dem Randomizer würde man es behalten wollen, weil jetzt kann ja alles rauskommen. Wollte ich nämlich gerade fragen, kann da random irgendwas rauskommen oder kommt da immer dieses Togepi raus? Nee, das ist dann auch randomisiert, also da... Dann, je nachdem welches Pokémon halt auch drin ist, dann dauert es noch länger mit den Schritten. Ja, logisch. Bei den entwickelten mehr Schritte brauchen. Hallo Mogelbaum. Und das gäbe für extra Erfahrung. Ja, Typ Stein. Ja. Also Wasser. Steinboden wird. Aquaknarre ist sehr effektiv. That is more than enough experience for the rest of the game. We just need like just a little bit additional experience. We don't get an, und wir sind auch schon gleich in Teak City. Und das heißt, wir haben gleich Ort Nummer 5 Zeit schon. Ne, Ort Nummer 4, so rum schon. Das ist schon relativ ordentlich. Also er liegt außer jetzt dem einen Tod da in der dritten Arena, liegt eigentlich trotzdem relativ gut in der Zeit. Ja, er hat ja auch einen guten Starter. Guten Stats. But we don't do it on both turns, in big part because using Bite gets me the super effective text box.
Und er geht zuerst zu den Kimono Girls. Yep. Die alle fünf jeweils eine Evoli-Evolution haben. Jo. Und am Ende das kriegt man dann HM Server. Ja. Genau. Würde man nämlich jetzt hier in den Turm gehen, in den abgefackelten Turm, würde man nämlich jetzt gegen die Rivalen nämlich kämpfe, glaube ich zumindest. Rivale Nummer 3, ja. Mhm. Und aber die Hunde freisetzen. Ja, aber die lassen wir natürlich, weil die brauchen wir nicht. Oh, Steam lädt schon wieder. Ich hatte auch einen kurzen Hänger. Dann hänge ich. Ich mache jetzt einen Refresh, weil. Jo. Er lädt mehr Sekunden. Außerdem. Auch nochmal. Kämpft er sich ja jetzt hier durch. Es sind manche Passagen. Echt. Wo man nicht sagen kann, weil er sich durchkämpft. Das ist, war genauso wie bei Pokémon X zum Beispiel. Got it. If on really good attack, you have a chance to just kill this. My attack is just it's almost ja, und den it's not good enough. Wenn was Wichtiges kommt, da klären wir es natürlich. I meant to super. Eine hebt er sich für etwas später aus. Ich bin mir jetzt aber nicht mal ganz sicher, was der Grund jetzt dafür war. Die mittlere. Okay. Wird etwas später bekämpft. Er speichert hier, weil dieses Jolteon, was die gute Dame jetzt hier hat, kann sehr gerne critten und es kann sehr gerne paralysieren. Und ja, da wir einen Wasser-Pokémon haben und das Jolteon ein Elektro-Pokémon ist, ist natürlich dieser Donnerschock sehr effektiv. Ja, und das ist Blitzer auf Deutsch. Ja, genau. Mädchen, was wolltest du jetzt von mir? Wollt nur ergänzen. Ha. Ja, ja, alles in bester Ordnung. Gen 1 habe ich noch auf Deutsch, den Großteil. Da wir ja ein bisschen Mix machen. Jo. Das kennt sich noch hier. Ich habe damals persönlich gesagt eher Silber gespielt und Kristall. Alle. Aber. Gold für mich persönlich ist die bessere Edition. Müsste ich mir mal besorgen. Im Vergleich zu Kristall jetzt? Im Gegensatz zu Silber. Weil Kristall fand ich jetzt auch von der Story her auch interessant. Aber ich fand beide gut. Umbreon ist weak to Fury Cutter as well, so. Might as well make use of that, right? Oh, und vorbei mit Sand Attack hier. Bad, but luckily he missed. So again, you know, ja, der Sand Attack ging daneben. Glück für uns. Pech für ihn. Und der Fury Cutter ist natürlich sehr effektiv, weil es eine Käfer-Pokémon-Attacke ist und das Amion hier, also das Nachtara, ein Unlicht-Pokémon ist. Nee, es ist Psycho. Nachtara ist nein, Nachtara ist ein Unlicht-Pokémon. Ja. Espeon ist ein Psycho-Pokémon. Jetzt haben wir Surfer und lernen es für Aquaknarre. On the ice punchless routes, I would have skipped, or I would have kept Water Gun. But on the route with Ice Punch, we teach that to, or we teach it over Fury Cutter. Okay, in dieser Route benutzt der Ice Punch über Fury Cutter.
Es gibt auch eine Route, wo er den Eispunch nicht benutzt. Glaube ich, dass er gerade das meinte. Ja, also die Routen unterscheiden sich dann schon irgendwie in den Details. Manchmal sehe ich auch etwas größere Unterschiede irgendwie. Arenaleiter spielen gerade ein bisschen rum. Der neueste Guide, der momentan auf speedrun.com ist, wenn man den direkt verfolgt, ist er jetzt auch nicht identisch mit dem, was irgendwie die Top 3 Seiten jetzt so ausgeführt haben in ihren Videos. Also, ja, da gibt es noch Unterschiede. Es ist noch nicht so standardisiert hier. Ja. Wir sind hier übrigens in der Geisterarena von Jens. Die Arena hat die Besonderheit, der Boden, wo wir uns gerade drauf befinden. Sehr gutes RNG. Das Gastly ist nämlich gefroren. Manche würden sagen, vielleicht Time Loss aufgrund der Animations. Jo, aber irgendwie auch sehr selten, dass das passiert. Weil ich glaube, er hätte die auch die Range bekommen können. Ja. Ja, ich glaube 10% irgendwie, dass man einfrieren kann. Dieser Boden hier ist sehr schwierig für Leute, die es vielleicht zum ersten Mal spielen oder zum ersten Mal speedrunnen und schnell da durchgehen wollen, weil wenn man an eine falsche Stelle geht, wo man nicht langlaufen kann, fällt man runter und landet wieder vorne am Eingang. Man muss den ganzen Weg wieder laufen. Ja, und die Trainer sind so positioniert, dass man so halbwegs sieht, wo man langlaufen muss. Ja. Allerdings gibt es dann auch noch die Abkürzung, dass man den zweiten Trainer auslassen kann, was er auch gemacht hat. Ja, genau. Dieser Boden hat ein paar Leute, die neu mit Crystal waren im Turnier, im Bingo-Turnier, ein paar Probleme bereitet. Ja, das auf jeden Fall. Weil du siehst ja auch nicht, wo du langlaufen musst. Also die erfahrenen Leute wissen es natürlich, aber Leute, die jetzt damit angefangen haben oder auch mit dem Randomizer, wie du meinst, dann ist das schon ganz schön, ja, schwierig. Man muss ja man will ja um die Trainer rumlaufen und der Boden ist ja genau da, wo man in die Trainer reinlaufen muss, mehr oder weniger, bis auf die eine Abkürzung. Von dem her tendiert man dann auch dazu, wenn man es nicht kennt, in die Fallstellen zu laufen. Ja. Ja, hat sich gut durchgekämpft hier. Alle Trainer. Jetzt kommt Morty und Hauptzeitverlust, den man hier haben kann, ist, dass man den Kampf verschläft. Oder das Croconaw. Ich glaube, das Gengar hat ein paar Hypnose. Ich glaube. Und ja, muss man auch Glück haben. So, here we go. Let's see what happens. We're gonna use 1x speed in order to be faster than most of the Pokemon. We're gonna use 1x special in order to actually deal enough. Okay, verwendet die X Items, um schneller zu sein. Und um seine Wasserattacken, die den Special Stat benutzen, zu erhöhen. Oder Eisattacke. That can be bad, but luckily so far so good. This is like you might have noticed, like these X items in a casual playthrough, they always feel like a waste of time. But for a speedrun, they just make so many things more possible than they would otherwise be. Like I would not be faster than this Gengar if I had not used that X speed. Yeah, also X items. Es wird einem nicht im Spiel erklärt wirklich, was sie eigentlich machen. Deswegen verwendet man es in einem normalen Run. So that worked out. Casual playthrough, ja, weniger. Ja.
aber in Speedruns ist es eben die Strategie, um... Man kennt ja seine Stats meistens, weil man ja weil man gleich durchspielt und dann weiß man eben, lohnt sich's der Einsatz, bin ich schneller als das Gengar, reicht es, um meine Attacke zu verstärken. Und kann man das die Kämpfe sicherer machen oder gerade noch so in die Range kommen? Noch Einsatz. Lief ganz gut, ja. Der Kampf. Auf jeden Fall. Well, off we go on to to catch ourselves the last Pokémon that we'll be picking up throughout this. Ja, und jetzt, weil er kein Master Ball Manip gemacht hat, muss er sich jetzt hier ein Wasser Pokémon. Sollte sich jetzt hier ein Wasser Pokémon fangen. Wenn man Master Ball und die Trainer ID Manip vorher gemacht hat, dann kann man eben das Garados fangen, was dann Whirlpool lernt. War noch ein VM oder HM. Aber er fängt jetzt hier einen Poliwag. Als HM Slave. Ich hab mal mir die Splits aufgemacht, um zu gucken, wie er in der Zeit liegt. Mhm. A level 24 or a Poliwhirl, I could use Headbutt to damage them. Level 15, I can try. Will scheinbar jetzt probieren mit einer Attacke. Nicht zu töten. Ui! Reicht gerade so. Natürlich. It's such a clutch little thing. Und er fängt. Okay. Wunderbar. Ja, aber du weißt was mit den Splits? Ja. Also der nächste Split ist beim nächsten Arena-Leiter. Da hat er eine Zeit von 1:15:47. Nach Chuck. Ja. Rappel here to rappel myself through the last few grasses. Ja, vorbei an der Milk Farm, wo man einen Milk Tank mit Bären verfüttern muss, um ein TM zu bekommen. Und der Rivale sagt uns, dass die Arenaleiterin nicht da ist. Den kann man hier erstmal nicht rein. Weil man kleiner Spoiler, wie Jim gerade so schon richtig sagt, die Arenaleiterin aus Jasmin ist im Leuchtturm, weil ihr Lieblings-Pokémon Ampharos nämlich erkrankt ist und wir dann nämlich gleich eine Medizin holen sollen. Ja, die besuchen wir jetzt dann gleich im Leuchtturm. Mm. Buy one fewer so that I have some extra money for escape ropes, because I kind of need to get those soon. So this is the lighthouse. Pretty straightforward place, honestly. A couple trainers we need to. Ja, der Leuchtturm hat ein kleines Rätsel, weil man kann nicht einfach irgendwie groß drum rumlaufen, um hochzukommen. Man muss dann in die Mitte springen, um dann da über die Leitern hochzukommen, kann man als kleines Rätsel sehen. Ja, man muss ja in ein Loch springen, um überhaupt in die Mitte zu kommen. Also, ja. Es ist jetzt keine direkte Verbindung auf dem Bildschirm zu sehen. Oh, da hat er Glück, weil der Headbutt hat geflincht bei dem Noctu und da hat er nämlich. Zum Glück diesen Blitz gekriegt. So, ja, das nächste, das Pokémon greift da nicht an, wenn es flincht. Ja, genau. First of all, I do believe we, if I'm not mistaken, we may have a donation, so feel free to go for that one. And while I climb up here, just, you know, how about you, because we're getting pretty close to some pretty cool incentives, I believe. So how about you mention some of those? Ladies and gentlemen, diese benutzt jetzt hier eigentlich nicht Surfer. Wäre das nicht ein One-Hit normalerweise?
Eigentlich normal wäre das nur nicht, aber gut, weil wir ja auch 10 Level drüber sind. Aber gut. Ja, man muss ja auch seine PP auch auf. Ich weiß. Aber wie PP knapp für das die jetzt Leute, genau die es nicht wissen, sind die Kraftpunkte von den Attacken oder die AP-Punkte, besser gesagt. Attackenpunkte. Genau. Oder so. Begrenzt, wie auch häufig man sie einsetzen kann. Ja. Oh, genau. Und da man in ihrem Pokémon-Spiel wenig heilen will, wenig das Pokémon-Center aufsucht, kann man da ja durchaus mal auch mal rauslaufen. Deswegen in Rot oder so hat man ein paar Alexa, womit man das wieder auffüllt. Oder ein Aoife, was er jetzt hier genau aufpickt. Damit kann man es wieder auffrischen. Hier wieder ein Zinner. Wir hoffen mal. Ja, gut. Dass er uns nicht sieht, aber hat wunderbar funktioniert. Jetzt hier die Szene, die wir angesprochen haben mit dem mit Jasmin und dem Ampharos. Ja, die Medizin will. Jetzt gehen wir nämlich zum nächsten Arena-Leiter. Zu Chuck. Spart jetzt hier das Escape Rope ein oder? Ja, gute Frage. Ich glaube schon. Ja. Was sagt hier? Verliert er ein bisschen Zeit, ja. Und VM Stärke oder HM Strength nicht vergessen. Kann man. Kann daraus passieren. Dass man in der nächsten Arena ist, wo man jetzt noch hinsurfen muss, und da ist ein Puzzle mit Steinen, die man verschieben muss, um durchzukommen zum Arena-Leiter, und man braucht Stärke, um das zu schaffen, und wenn man jetzt hier Stärke nicht aufgenommen hat, muss man wieder zurücksurfen. Ja. Wir bringen unserem Coco jetzt Stärke bei für Headbutt. Ja, weil Stärke auch ein Normaltyp Move ist und dann noch die Entwicklung mit. Ja, Normaltyp Moves wie Headbutt oder jetzt Strength sind stärker in Generation 2, weil Falkner, der Orden, gibt einem einen Bonus auf den Attackenstat. Ein paar Prozent und Whitney mit dem Miltank gibt einem dann noch einen Badge Boost auf Normaltyp-Attacken, und deswegen sind Normaltyp-Moves deutlich stärker. Oder okay. Haben den großen Bonus in Generation 2. Ui. Und da hat er nämlich Server. Das ist natürlich einer der Spinner, die man durchaus treffen kann, ja. Ja. Und er hatte. Er wollte eigentlich Surfer einsetzen, um jetzt ins Wasser zu kommen oben. Aber er hat Stärke eingesetzt. Das hat dann auch nochmal so ein bisschen Zeit gekostet. Ja, Menuing kostet Zeit in Pokémon am meisten. Also das, da kann man am meisten optimieren. Oh ja. So that you can use that instead. But since I was too low on PP on it, I figured this would be the better option. But it does lose me a few PP on strength. Like I said, I think we'll be fine. Ja, rechnet jetzt auch durch irgendwie mit den PPs, ob die jetzt noch aufgehen. Da hat er jetzt mehr den Durchblick. Here we go again. Hoffen wir es. Head towards Cyanwood, or Cyanwood City. Das ist auf jeden Fall hinter seiner Zeit. Das war nicht so anders zu erwarten. Für einen Marathon.
Trotzdem bisher relativ guter Run. Somewhat difficult fights here. They're not particularly difficult, but they're not the easiest. Let's just say it like that. Jetzt kommen wir in die Kampfarena. No. Aber das klingt irgendwie schon besetzt, der Name. Also die Arena mit Kampf-Pokémon. Ja. Hier sehen wir da ein Kikli, was gerade Doppelkick eingesetzt hat, aber es uns relativ wenig juckt. Und Chat, wenn ihr wirklich irgendwelche Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, da ist der Speedrun, da ist der Pokémon oder so, fragt ruhig. Was ist euer Lieblings-Pokémon, Chat? Was ist dein Lieblings-Pokémon? Also meins ist Wuffelt. Was, Wuffelt? Ja. Das... Wuff. Achso, der Hund aus Gen 7. Ja. Also ich müsste damit dem, was ich so früher am meisten mochte, war mal Blitzer. Okay. Oh cool. Jolteon. Mhm. War auch immer kampffähig, also konnte man gut einsetzen in Gen 1. Das auf jeden Fall. Ich glaube, unser Chat schläft gerade. Irgendwie. Naja, um die Uhrzeit und am Sonntag. Ja, ist normal. Oh, wir haben die 500 Euro geknackt. Rubbel dafür. Sehr schön. 500 Euro für einen guten Zweck. Wunderbar. Ja, jetzt das kleine Puzzle, wo man Stärke braucht. Und es gab... Also es gab durchaus Leute auch im Bingo-Tournament, die zurücksurfen mussten, um sich Stärke zu holen. Okay. Weil er natürlich auch nicht ins Pokémon Center gegangen sind, um sich da mit dem Abra, was auch immer, hin zu teleportieren. Nee, da läuft man nicht rein, weil in der Stadt passiert ja nichts, also man kriegt ja eigentlich keinen Schaden. Und in Leuchtturm muss man nicht unbedingt, weil man kann den Orten einfach überspringen. Ja. Im Bingo. Okay. Da haben sie das Spiel so weit geändert. Also man braucht für die meisten Bingo-Karten auch das Spiel nicht komplett durchspielen, von dem her. Okay. Überspringt man am meisten, sondern läuft man erst recht nicht in das Pokémon Center. Und das Abra ist ja auch nicht garantiert. Nee, ist schon richtig, schon richtig. That last strength BP that I might still need, so we should be back on track BP wise. Wir sind so ungefähr 5 Minuten knapp über der BP von Carol, oder? Also man spricht ihn cruel aus. Oh, cool, also okay. So wie im Englischen irgendwie gemein. Okay. Weil ich das mitgekriegt hab. Okay, okay. Wie gesagt, 5 Minuten über der PB. Aber es ist nicht in einem Marathon üblich, einen PB oder einen Weltrekord aufzustellen. Wenn es passiert, ist es schön, wenn nicht, dann eben dann nicht. Also er macht auch eine etwas ältere Route, von dem her. Wenn er da neuere Route verwenden würde, würde er vielleicht noch eher an einen PB oder so kommen, weil dann die Verbesserung, die möglich ist, durchaus, glaube ich, drin wäre, aber ja. Muss er wieder um die Konfusion drumherum spielen und Crits. Kann einfach sein. Lol. Good stuff. that works too. I'll take it. That's pretty much the best possible outcome. That also saved 8 seconds, by the way.
Just wanted to casually mention that. Das hat jetzt 8 Sekunden gesaved. Ja, ich glaube, ich habe einen Crit. Ja. Yeah, that's the actual tough part of this game out of the way. We're gonna get our team. Jetzt muss er das HM Fly hier noch von der Frau holen. Well, it's time to start working. Und dann kann man wieder überall hinfliegen. Probably the first part of the Glück, weil das erleichtert uns jetzt einiges. Reason being, there is this rocket segment. There's actually two of them. Und der, was ist er jetzt, Heiler? Oder Eisachenhersteller gibt uns noch die Sacred Potion für Sampharos. And we use a special ROM for that that skips this next part, the rocket part. It's a lot of rockets we will have to kill. Now the thing with it is, and that's kind of where the speedrunning part comes into play. For speedrunning it, its PP management is the closest in this next part. Oh, my super repel is still active. Interesting. Of course. Bro meint doch gerade, in der nächsten Part, wenn wir jetzt gleich gegen die ganzen Rockets kämpfen müssen, ist das PP Management sehr wichtig. Nicht, dass uns irgendeine Attacke ausgeht. Es zieht sich jetzt etwas. Jetzt kommt der eher etwas langweiligere Part. Und das ist auch der Grund, warum man dann in dem ROM, das man für den Randomizer verwendet, das gemoddet ist, den Teil auch teilweise rausgeschmissen hat. Ja, genau, hat er, meinte er auch nicht gerade. Ja, das hat er nämlich auch erklärt. Hier jetzt am See des Zorns könnte man jetzt nämlich einen Shiny Gyarados kriegen. Was man hier sieht. Das ist ein festgelegtes Shiny in Generation 2. Screw Shinies. They have this blink every time. It's so slow. We just don't want to go for it. This is why I had to get that Pokédoll. Off with you now. Und er benutzt das Pokédoll, um da von dem Kampf zu entkommen. Okay. Könnte man hier genau dieselbe Diskussion wie in Gen 1 anfangen, ob das jetzt Glitch oder Exploit ist. Ja. Hier sehen wir Siegfried. Was wir natürlich noch nicht wissen, ist, dass er nämlich der Champ ist. Aus Johto. Gut. Naja, es muss ja jetzt erst noch ein paar Bösewichte besiegen. Genau. Aber erstmal gehen wir nach Maraguni City. Jetzt sind wir in dem Markt der Stadt. Ja. Ich persönlich finde ja die Musik hier eigentlich, die finde ich eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, hat ein bisschen komischen Klang. Ja, irgendwie. Ted, lebt ihr noch? Ich glaube, die sind alle von dem Run irgendwie im Lurk-Modus, Koma-Modus, wie auch immer. Das fand ich damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, fand ich das wirklich extrem nervig. Und bin da auch, glaube ich, ein paar Mal gestorben, weil ich irgendwie nicht so viele Tränke hatte, weil ich irgendwie alles für Pokébälle ausgegeben hatte. Ja, da kommen einige Trainer jetzt. So just a lot of free stuff from the onward because of this rocket segment over here. So yeah, we kind of just have to sit it out basically.
Also wie gesagt, Krul kann auch vom Randomizer-Turnier erzählen, weil er halt auch dabei ist. Er ist weitergekommen, ist jetzt in der Bracket-Stage. Hatte einfach ein bisschen mehr Erfahrung. Ja, mal schauen, wie weiter kommt. Ja. Now it turns out that, you know, little old me was a little silly, because there is a way to just turn them all off. Which is, Man kann ja kurz nochmal auf die, Profile hier sammeln und da sammeln wir hier, also das PSG für die Dutch Cancer Society, sozusagen die holländische Krebshilfe. Also, wenn ihr etwas Gutes tun wollt und gegen Krebs seid, dann spendet. Es gehen 90% aller Spenden direkt an die Dutch Cancer Society und 10%, was ich finde okay ist, geht an BG, damit sie sich verbessern können, was Technik und so angeht. Und weil es muss ja die Location und so alles bezahlt werden, das kostet natürlich Schweinemenge Geld. Und es gibt nicht so wie beim ZFM eine Mindestspendensumme. Ihr könnt zum Beispiel 1 Euro spenden, wenn ihr nicht so viel habt. Jeder Euro ist gut investiert. So, yeah, the way that the game tells you is there is a switch. We might as well press it, because that's what you do, right? And well, let's move on. So now we can just pass past all of these pillars over here. Das sind natürlich jetzt hier, wie du schon richtig sagst, der eher langweiligere Part, genauso wie der Part, der später kommt im Radio Tower. Das ist genauso langatmig, könnte man sagen. Damit was, Ja. Das zu vergleichen. So ein Ausdauermodus. Ja. Und lange genug überlebt. Ja, die Geschichte. Dahinter ist ja das Team Rocket mit Funkstrahlen auf den See zielt und deswegen alle Pokémon oder zumindest Garados verrückt werden oder wütend sind. Rage ist wütend und wir haben da unten jetzt den Antrieb gesehen mit den Voltorbs oder Elektroballs. Ja. Die man dann auch noch besiegen muss. Zu deaktivieren. Genau. Und hier, wie ich schon erwähnte vor geraumer Zeit, gab es mal ein Trifecta-Race zwischen Ganamaniga und Kizaron, wo sie hier bei den Wardorbs, bei den Electrobites, dann Shinies hatten. Und das war natürlich... ja, du hättest mal die Reaktion sehen müssen, das war so... ja... echt abfeiern. Ja, die Shiny-Rate ist ja in Generation 2, ist ja noch am höchsten, ne? Die haben es ja immer runtergesetzt. Ja. Danach. Was ich persönlich sehr schade fand, aber natürlich ist es auch besser so, weil... wenn man jetzt nur Shinies hätte, wäre es ja auch irgendwann langweilig. Again, big level difference, major advantage on our end, we'll be fine. Just gonna use ice punch. Also, mir kommt es nicht so vor, als wäre schon eine anderthalb Stunden rum, aber es sind anderthalb Stunden schon rum, also Respekt. Ja, in dem Run passiert einiges, also zum Anfang. She says like, okay, I'll stop, and now I have to talk to her in order to get the first of the two passwords. Was wir jetzt hier machen müssen ist, wir haben uns jetzt zwei Passwörter geholt, die wir für die Tür brauchen, wo die Electrobites drin sind. Yeah, this one is, it's kind of annoying.
Teil 1 haben wir uns jetzt geholt und Teil 2 holen wir uns jetzt. Hallo Teto. In which case I save two steps, or he doesn't see me at all, in which case I don't get an exclamation mark above his head, and I save the time through that. Okay, I got the second one of those, so that's fine. Ja, da ist er beim zweiten jetzt. Genau. That, but you may have noticed a lot that I've talked to trainers rather than letting them face me. That's because of the exclamation mark above their head losing about half a second each time. So we wanna face, or we wanna talk to them rather. Das Spiel kam eben halt 2001 in Europa raus. So, da müsste ich kurz mal schauen. Er hat es mir ja aufgeschrieben, Moment. Okay, the last regular rocket that we need to fight here. Oh, um den kann man gar nicht rumlaufen, okay. Ich bin immer okay. Etwas verwirrt, dass die Trainer. Die stehen woanders als in Crystal. Das könnte interessant werden, weil. Also, ich bin jetzt halt von Crystal das jetzt gewohnt. Ja. Okay. In Europa kam es genau gesagt am 6. April 2001 raus, also Pokémon Gold, Silber. Also, jetzt gute 15 Jahre alt, 16. Ja, der alte Gameboy hat sich noch lange gehalten. Das auf jeden Fall. Spiele rauskommen. Boom hat auch gerade der Rocket Part, jetzt ist einer der nervigsten Part im kompletten Run. Also, ja, immer eigentlich gleich die Rocket-Typen besiegst und das zieht sich auch. Genauso wie der Team Flare Part zum Beispiel in Pokémon X. In Pokémon Rot skippt mir ja das eine Rocket-Versteck unterm Casino. Das sind ja mit dem Pokéball-Glitch. Genau. Aber dann eine Sylph Skull nicht holen muss, um Geister sichtbar zu machen. Da ist ja dann eher die Diskussion, warum skippt man dann die ganze Geschichte, dieses ganze Hauptquartier. Und die Japaner lassen es ja drin, deswegen. Deswegen benutzt man dann kein Pokédoll. Keine Poképuppe. Den Kampf zu entkommen. Muss dann dieses Rocket Hideout machen. Wobei sich das in Rot eigentlich auch zieht, also mit den ganzen Spinnern, da kann man eigentlich auch froh sein, da kann man zumindest froh sein, dass es eine Möglichkeit gibt, das zu skippen, aber da gibt es dann Befürworter, die sowas dann wieder drin haben wollen. Also, ich finde, als ich es Rot damals aktiv gerannt habe, da haben wir eben den Glitch mit der Pokédoll gemacht. Ja, es gibt's ja immer noch, also ist ja offiziell. Bloß die Japaner machen es halt nicht. Ja. Was eigentlich kompletter Wachsinn ist, aber. Dass die Japaner sind sowieso anders, also. Na, es gibt ja Gründe dafür, das drin zu lassen. Also man skippt ja einen Teil der Geschichte, der Story. Sequence Break kann man es auch nennen. Als Speedrunner halt. Gibt's allerdings gut. Als Speedrunner guckt man nicht so auf die Story. Also, ich auf jeden Fall nicht. Ja, das ist die andere Seite des Arguments. Ja, irgendwie schon, aber noch. Und einen wunderschönen guten Morgen dir. Then the Dragonite from Lance shows up and you know we get our the very first duel battle, which isn't actually a duel battle. Hier sehen wir wieder das Dragoran von Lance, was natürlich OP ist.
ein sozusagen Doppelkampf, aber wir kämpfen alleine gegen den Vorstand hier. Gegen die Vorstandsvorsitzende. Ja, eigentlich ein guter Platz für einen Doppelkampf. Ja. Aber gab's aber noch nicht. Nee, die Kammer sind schon 3. It's a damage range, so it wasn't guaranteed to die. This gloom is normally a damage range on the newer route, but because of ice. Hätten wir am Anfang ein weibliches Total gehabt, hätten wir resetten müssen, weil weibliche sind nicht runbar. Aber zum Glück haben wir das männliche hier bekommen. Ja, Geschlechter sind interessant implementiert in Gen 2. Ja. Und zwar haben sie da, also es gibt noch keinen Persönlichkeitswert für ein Pokémon, dafür haben sie halt noch keinen Speicher gehabt, das kann dann erst in Generation 3, deswegen haben sie hier den Attacken-DV-Wert benutzt und wenn dieser DV-Wert unterhalb der Geschlechts- des Geschlechtsverhältnisses des Pokémons ist, weil das Pokémon 50-50 männlich-weiblich ist und der Attackenwert unterhalb von der Hälfte von 15, unterhalb dieser 50% dann ist es weiblich, wenn es drüber ist, männlich und deswegen haben männliche Pokémon höheren Attackenwert. Genau. Mal schauen. Als weibliche immer. Kriegen wir jetzt hier die Shinies? Nein. Das wäre Glück. Oh ja. Ja, es muss ja nicht hier das Shiny sein, also es ist ja wirklich Zufall mit den Encounters. Der Johto-Teil ist natürlich der Teil, der extrem viel Zeit im Spiel nimmt. Der Kanto-Teil dagegen ist zwar auch nochmal was, aber allerdings ist der Johto-Teil länger. Ja, weil Kanto, es ist halt ein Endgame, oder ja, ein Endgame-Teil, ja, ja. Nach der eigentlichen Geschichte. Und dann ist noch Kanto nicht so ausführlich wie halt im Original. Also jetzt nicht allein, weil sie die Geschichte gekürzt haben, sondern auch, weil die Umgebung teilweise etwas verkürzt ist. Dann ist es nicht 1:1 Kanto, ja, wie man es aus Gen 1 kennt. Back in the day, this was the only strat change that I actually found. It saves like half a second. Like with perfect menuing, you save, I believe, upwards of like 2 to 3 seconds. Ja, jetzt kriegen wir Whirlpool, HM. So we're just gonna walk out, right? Was man, wo braucht man es überall? In Dragon's Den, hinter der Drachenarena braucht, ja. Und dann noch zum Elite 4. Komm. The next two gyms, 7 and 8, you can do, or 6 and 7, you can do in whatever order you'd like. And there is not one order that's significantly better than the other. Boom, hat doch gerade Arena 6 und 7 kann man machen. In der Reihenfolge, die man mag. Also erst Arena 7, dann Arena 6 oder andersherum. Ja, das ist jetzt hier Chessman. Ja. Arena 6 und Price Arena 7 in der Stadt, wo er weggeflogen ist, ja. Ja. Wir werden erst Jasmin machen und dann. Ich hab jetzt. Mich jetzt mal an. Als der Run anfing, hat Pokeguy noch. War er noch inmitten eines Runs, wo er diese zwei Arena-Leiter genau andersrum mal gemacht hat. Und dann hat der Split, war natürlich deutlich kürzer, als er Jasmin zuerst gemacht hat und nicht Price. Dann war er irgendwie minus 13 Minuten Vorsprung, aber mal auf das Grund der Änderung. Und jetzt trifft er den Spinner dann doch. Oh, ja. Das ist natürlich. Sehr, sehr böse. Aber es kann passieren in einem Marathon. Natürlich unglücklich, aber. Okay. Also einer der besten Runner, der auch
der bei den Routes beiträgt, ist Exarion und vor ein paar Tagen war der irgendwie genau vor diesem Spinner und hat es mit dem Menü halt probiert, versucht ihn zu beeinflussen und also nach seiner Meinung nach ist es irgendwie, das Pausenmenü öffnet sich später als in Kristall dann, irgendwie ein paar Frames und so und deswegen kann man es nicht ganz so beeinflussen hier, scheinbar, den Spinner festzusetzen, weil halt Pausenmenü zu spät sich öffnet und der Spinner dann durchaus in die falsche Richtung wieder schauen kann. Offen ist. Doch ja, lustiger Funfact zu Exarion, ich habe gestern gesehen, wie Exarion versucht hat, Gold zu runnen, allerdings hat das nicht so funktioniert. That way I'll have exactly two escape ropes left and I need two more from this point onward. Ja, vielleicht passiert da wieder irgendwie nochmal ein Weltrekord in den nächsten Tagen, wenn jetzt irgendwie so viele Runner da das Spiel probieren. Jetzt, wo fast 2 Stunden Run sind, habe ich so das Bedürfnis, es doch zu probieren, es zu lernen. Oder was meinst du? Du auch oder sagst du dir, die 3 Stunden schrecken dich immer noch ab? Das muss ich dann irgendwann an dem Tag mal entscheiden, indem ich dann irgendwie was spielen will. Okay. Beziehungsweise vorher mal einen Testrun machen. Ja. Also einmal durchspielen irgendwie. So. Bin nicht weit weg von dem einen Versuch zu probieren, ob ja. Hier sind wir jetzt in Arena Nummer 6 und Arena Nummer 6 von Jasmin ist eine Stahl-Pokémon-Arena. Der Typ kam in Generation 2 zum ersten Mal auf. Aber für uns ist das natürlich kein Problem. Wir surfen hier oder setzen auch Stärke ein. The pokes are relatively high level, but everything dies in one hit because of surf. Das ist ein Crit. Now, in this next gym there is another spinner and this is the worst spinner of the game because you can't even buffer that one. The next spinner, Douglas, is the one spinner that we always have to YOLO. Ja, und Cruel spricht auf einen kommenden Spinner an in Prices Gym, der kommenden Arena. Da gibt es ein Eispuzzle. Das heißt, da slidet man ein paar Mal rum, bleibt an bestimmten Stellen stehen und muss sich dann für die Richtung entscheiden und muss dann irgendwann hoffen, dass man vorm Arenaleiter steht. Und auf Eis kann man kein Pausemenü öffnen, deswegen kann man den Spinner nicht beeinflussen. Und Hit. Trifft ihn. Of course, here I was getting my hopes up. This guy is completely random. There is absolutely nothing I can do to influence him. The reason for that is that the spinning only starts Als ich damals zum ersten Mal gespielt habe und in der Eisarena war, ich habe Ewigkeiten gebraucht mit diesen blöden Rätsel. Which he is at the moment that we start heading his way. We are guaranteed to hit him. Ja, die ganzen Eisrätsel sind alle darauf basiert, dass man eben einen Ausgang immer treffen muss, der außerhalb des Bildschirms ist, den man nicht sieht. Und dann muss man sich halt die ganze Karte eigentlich merken. Das ist jetzt auch noch in der Eishöhle oder Ice Cave. Wie heißt es dann Eishöhle? Ich glaube. Also Ice Cave kommt, das dann kommen ja dann auch noch 2 Rätsel der Sorte. Yeah. Never gonna pay itself back time wise. Onto the gym leader though. Still 146 starting the 7th gym leader. Not terrible actually. It's not a terrible. Und er fängt den Kampf mit Eis an. Auf Deutsch Norbert. So yeah, this is 3 Pokémon that Hola, okay. Ja. Yeah. Da klingt Bryce schon viel besser als Norbert. I don't think these are damage ranges anymore actually with this attack. Never mind, I was wrong. Misty Range. Das, ja, wollte ich gerade sagen. Aber zum Glück ging die Attacke von dem Jurup daneben.
Heute meinte auch vor dem Kampf, er geht mit 1,46 in den Kampf rein, das ist okay, aber auch nicht gut. Er ist so irgendwo so mittendrin. We could learn Slash, which we don't need, so we're gonna just skip that. There's one fight where Slash would be beneficial, and it's not worth it to teach it just for that one fight. Hm. Also Slash wäre für einen Kampf vom Vorteil. Wissen. Lohnt sich natürlich nicht. And it's even more in Crystal as well. Nerios! Ein wunderschönen guten Morgen, Dion. Willkommen zu Pokémon Gold 80% Glitchless, gehören von Gro. Wo wir jetzt 7 von 8 Orten haben. In Johto? 7 von. Ja. Und jetzt werden wir hier angerufen vom Professor Elm, dass irgendwas mit dem Radio nicht ganz stimmt. Wir nachgucken sollen. Also fliegen wir zurück nach Dukatia City oder nach Goldberg City, wie es auf Englisch heißt. Goldenrod. Oh, Goldenrod, okay. Und schau nach im Radioturm. Ja. Changed in route, and we at some point decided, you know what? What if we just go there a second time? And it turned out there's because we have so many more options in terms of. Ich frage mich, warum er was würde man denn normalerweise mit dem meisten Ball fangen? Okay. Als Wasser-Pokémon kann es dann eben die HMs lernen. Okay. Toll, dass ich hier Return als TM. Was auch eine starke Normalattacke ist, ja. Vor allem für ein Pokémon, das man die ganze Zeit mit sich rumträgt und kämpft, ist halt genau. Freundschaftswert ziemlich hoch und dann ist die Stärke von Return wird dann eben stärker, umso höher die Freundschaft ja. ist. Genau. Jetzt kaufen wir wieder X-Items. Guard spec and 2 axe accuracies. Yeah, that's all of the X items we'll need throughout the run. Mehr Shopping werden wir erstmal nicht machen. Jetzt. As I'm heading out, I'm gonna be using those calciums right away. X specials, X attacks und X accuracies für Attacke. Genau. Guardspec, glaube ich, dass man keinen Status-Effekt kriegt. Ja, weil der letzte Fight, das erste Pokémon, ich will nicht spoilern. Die Leute, die den Run kennen oder gespielt haben, wissen es natürlich. Aber ich will nicht spoilern. Now, I'm not a big fan of that. So we're gonna do something about that right here. Und jetzt gibt's die Rocket-Kampf-Szene im Turm, die Turm befallen haben. Ja, der Radioturm ist besetzt und in der Zeit kann man auch Rocket-Radio-Programm in seinem Pocket-Gear hören. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Lesen. Ich frage mich, warum er die Männer für den Master Ball nicht gemacht hat. Wahrscheinlich, weil er nicht hinbekommen hat, denke ich mal, oder einfach nicht gemacht hat. In der alten Route. Wie du meintest. Also, er hat es halt nicht vorbereitet, die neue Route, ja. Ja, aber wir sehen natürlich, er ist mordsmäßig überlevelt. Er ist 10 Level über die Pokémon hier. Sehr schön.
Dann geht's halt dazu, Merinos. Okay, that's number two down. Or number two. Wenn irgendwelche Fragen sind, immer raus damit oder irgendwelche Anmerkungen. Wir haben gerade ein Segment, wo wir gegen viele Rocket-Typen kämpfen, also gibt's gerade hier nicht so viel zu sagen. Very useful right there. Rickled, my headset is acting up like big time right now. Weil ich könnte mal einen anderen Punkt vielleicht noch einbringen. Jo, klar. Und zwar den Starter, dass es jetzt Totodile sein muss, ist nicht zwingend. Also es gibt auch eine Route mit Cinderquill oder Feuerriegel, die ich auch erst letztens gesehen habe in dem Rennen, wo es zwei ausprobiert haben. Und es ist eine durchaus interessante Route, also man kann durchaus eine 3,5 Stunden Zeit damit schaffen oder auch drunter. Feuerriegel hat halt ja den Nachteil am Anfang, dass es auf Level 18 und nicht auf Level 14 sich erst weiterentwickelt. Dafür dann aber allerdings schon auf Level Feuerriegel ist auf Level 14, okay, im Gegensatz zu Totodile, das sich erst auf Level 18 weiterentwickelt. Yeah. Genau. Was dann auf Level 30 bzw. 36 irgendwie genau wieder andersrum ist. Deswegen macht es für Feuerriegel am Anfang etwas einfacher, manche Kämpfe. Dafür ist man aber dann bei Chuck, hat man etwas Schwierigkeiten, weil man noch nicht dritte Stufe hat. Allerdings kann Typhlosion einige Attacken landen, die man als TMs aufsammelt. Also in der Route gibt es irgendwie 5, 6 TMs, die eingetragen sind, bis hin zu Earthquake, was am Ende natürlich sehr viel hilft. Oh ja. Pokémon. Und man kriegt dann kein Problem mit dem mit dem letzten Kampf und diesem Pokémon, was Wasser-Pokémon so sehr ärgert. Ja. Das ist dann mit Feuerriegel sehr einfach am Schluss. Oh ja. Wenn man eben die ganzen Zwischendinge damit überlebt. In Pokémon Kristall gibt's dann noch, Feuerriegel kann man runnen. Die meisten denken, dass es nicht gar so gute Zeit schafft. Also die meisten rennen dann doch total. Ja. Ist eher experimentell. In Kristall dagegen ist der Wechsel zu Entei mitten im Spiel die bevorzugte Route. Ist auch der Weltrekord, aber ich glaube, das ist auch der einzige Run, der mit Entei geschafft wurde. Und zwar spielt man mit Totodile bis zum dritten Arena-Leiter, wo man dann eben auch in den abgebrannten Tower eintreten muss. Man muss auch da rein, weil sonst kommt man nicht zum dritten Arena-Leiter, der so lange abwesend ist. Deswegen, das ist der vierte Arena-Leiter. Oder vierte? Der dritte. Ah, vierte, ja. Ja. Bei Morty, der vierte Arena-Leiter, ja. Der ist nicht anwesend, deswegen muss man in den abgebrannten Tower und setzt dann auch die drei Hunde frei. Deswegen man die drei Hunde auf... Oder nur zwei Hunde, weil Suicune ist ja in der Geschichte fest an bestimmten Punkten und kann man dann fangen. Aber Entei und Raikou laufen dann rum und Entei kann man dann mit einer gewissen Chance von ein Viertel oder ein Achtel in der Umgebung dann fangen. Und mit einem Level 40 Entei und Master Ball, was man dann natürlich in der Lotterie gewinnt, ja, kann man relativ einfach dann das restliche Spiel durchspielen. Allerdings ist es halt eine Glückssache, also es ist keine wirkliche Manipulation, Entei zu fangen. Da kann man etwas verzweifeln. Also diese Möglichkeiten gibt's. In Gold würde man da Zeit verlieren, weil man nicht in den verbrannten Tower geht. Die Hunde freisetzt. Bitte. Dazu muss ich sagen, um mal auf die Frage da von Merinos einzugehen, ich persönlich habe nur Pokémon Sonne gespielt. Ich weiß nicht, ob ich Pokémon Ultra Sonne oder Ultramond spielen werde. Das kommt darauf an, ob ich Lust drauf kriege. Allerdings würde ich, wenn, immer die älteren Generationen empfehlen, weil die einfach mehr Spaß machen als die neueren. Obwohl die neueren auch ihren Charme haben.
like six Pokémon. He's this tough guy, but muss man für sich selbst entscheiden. Also ich würde dir raten, spiel lieber die alten Generationen, weil die machen mehr Spaß. Aber was würdest du dazu sagen? Ich habe jetzt eigentlich ab Generation von den neueren Generationen eigentlich keins gespielt. Okay. Ich kenne die eigentlich nur vom Zusehen. Die älteren Generationen habe ich jetzt halt gespeedrunnt, weil so ein Turnier, das hat mich halt motiviert, da einzusteigen. Die neueren, vom Zusehen, ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel Zeit noch in einem Pokémon-Spiel verbringen würde, wenn man das jetzt einfach hier mehr oder weniger normal durchspielt. Ja. Also mich zieht es jetzt nicht dazu, aber jetzt nicht einfach, weil die Spiele schlecht sind oder so, aber... Muss man eben halt gucken, jeder findet ja ein anderes Pokémon, die Generation auch mäßig gut. Also Generation 7 hat auch nochmal einiges eingebracht mit den Pokémon, die relativ interessant sind. Aber ich habe schon einige Videos zu den neuen Editionen gesehen. Die ist einfach nur, es sind neue Spiele, ja, allerdings ist es irgendwie auch das gleiche wegen der Story und so von Pokémon Sun und Mond, also, ja, muss man gucken, weil jetzt unbedingt nochmal Geld für eine neue Edition ausgeben will oder eher weniger. Na gut, das ist ja eine andere Frage, wenn man schon Sonne oder Mond gespielt hat, ob man dann auch Ultra kaufen soll. Genau. Es ist schon ein bisschen anders von der Story her, nur eben halt auch wieder irgendwie gleich. Hier tun wir wieder übrigens unser Pokémon, unser schönen Starter verzeilen. Indem wir uns ablegen und wieder anlegen. Man kann eben halt wirklich über das Thema, findest du die oder die Spiele gut, eben halt wirklich ewig diskutieren. Das wollte er jetzt nicht raus und wieder reingehen. Ja, ja. Das war natürlich. Da hat er sich eben den Schlüssel. Jo, hier bei dem Dings, bei dem Segment habe ich ewig gebraucht, auch mit den Passwörtern, weil mit den Schaltern, meinte ich eher. Schalterpuzzle, ja. Ja. Rival Fight. Ja, jetzt haben wir den Schlüssel aus dem Radio Tower für das Basement hier. Genau. Das muss man jetzt auch noch klären. Marinos, die Frage beantworten wir dir nach dem Fight. Also, Buu meinte auch, das ist der gefährlichste Fight hier im kompletten Rocket-Segment. Wir sind confused und Paletto ist das mal selbst. Ja, es geht schon mal schief. Ja. Komm. Krull redet sich gut zu, oder dem Spiel. Soll helfen. Ja. Dem Spiel redet. Irgendwie schon. Oh, what? How did I... Okay, whoops. Ein Up-Input zu viel. Weil ich glaube, Strength wurde jetzt nicht einsetzen. Wir sind paralysiert, was natürlich nicht besonders gut ist. Reset. Ah, ja. Und um deine Frage zu beantworten, Merinos, wenn Pokémon X, weil ich finde, Pokémon X ist wirklich so eine, und auch Y, je nachdem, hast du die Hundsitz, ist eine der besten, auch vom Speedrun her, Spiele, die es gibt, für mich persönlich. Aber schauen wir mal, ob dieser Versuch jetzt hier gerade ein bisschen besser läuft. Ja, wieder X-Special. Immer wenn man mit der Ice Punch besser trifft, also mehr stärker ist. Ja.
Weil hier ja noch Attacken nach den Typen entweder special oder physisch sind. Ja. Yep. Kein Problem, immer wieder gerne. The advantage of the X special is that this Meganium suddenly becomes a whole lot easier. Und the crit? Wow. Sehr hilfreich. Episch, dieser Crit. Aber es klang so, als wäre das auch so eine sichere Range. Yeah, that was our good friend Silver or Twitter in this case. That's we'll see him one more time. Put a rival fight, weil den dritten haben wir geskippt. Genau. Tower. Last fight against Silver or Twitter. Yep. Normalerweise würden wir jetzt die random, also die vorgefertigten Namen nehmen. Wären wir Gold und unser Rivale wäre Silber. Aber hier nicht, weil hier heißt unser Rivale Twitter. Ja, komischer Name, immer noch. Aber jemand hat dafür gespendet. Ja. Irgendwie muss ja das Geld reinkommen. Natürlich weiß Kuro, welche Schalter er benutzen muss, aber erstmal kämpfen wir noch gegen die Rocket-Typen hier. Naja, die Schalter sind auch so angeordnet, dass man sie von hinten nach vorne aktivieren muss. Got that one, that's good. Each time I actually get it, I save about 8 seconds, so it's a pretty significant time save to actually get those damage ranges on the mucks. There's another one coming up very soon on the next one. That's good. Talk. Und den letzten Rocket am Schalter. Yeah, again, Muck is a damage range. This one's a little bit harder to hit. We still got it though, so that's nice. Keine garantierte Range, aber Bruno hat sie irgendwie jedes Mal bekommen. Yeah, like I said, the exciting part comes after this, so you know, we kind of just have to defeat Team Rocket. Die Kämpfe liefen ganz gut. Gute Ranges. Yep. I feel like Pokemon Gold is one of those games where it starts off really slow, and then once you get to like the last hour or so, it's just a massive boss rush, which is fantastic to do. It's like literally gym leader to gym leader. So here we've got Pokemon, doch gerade Pokemon Gold beginnt sehr langsam, allerdings die letzte Stunde so. Kommt ein Arenaleiter nach der anderen und das ist natürlich sehr interessant auch anzusehen. Aber da redet er ja hauptsächlich auch über Kanto. In 8 Arenaleitern. In Rot verhält es sich ein bisschen ähnlich, aber da hebt man sich dann die ganzen Arenaleiter nach den Rocket-Sektionen auf. Und hier hängt man dann zwischen dem 7. und 8. Arenaleiter irgendwie halt bei den Rockets fest. Yep.
Man kann eben halt auch die Rockets nicht skippen, ist eben da die das Problem. So yeah, this is another one of those fights, for example. Like we're gonna bite both of these and then use strength on the Magmar, because that'll kill it as well. I don't have to use Surf in order to kill it off. Now there are a few places where this actually comes in quite nicely as well. There's one of the ja, verwendet nicht mal Surfer hier. Ein Feuer Pokémon. Ice Punch, because Ice Punch is super effective, but if I used a strength somewhere else. Ist eben halt alles EP Management, weil könnte so Surfer-Benutzer, wenn man Surfer später noch brauchen, ist natürlich nützlich, aber wenn wir eine andere Attacke einsetzen. There's three more rocket grunts after this one down here. Then we're gonna get to the director and head back into the radio tower to actually make a stop to the, or actually make Team Rocket stop, basically. Which is, I believe, four more fights that we need to do there, so we still have a few battles to go. So yeah, this is one of those fights in particular. We'll use Ice Punch on the Raticate and then Strength on the Golbat. That's ja, und jetzt bin ich auch mal im Guide, den er verwendet, von 2016, da sind dann auch alle Attacken für jedes Pokémon auch aufgelistet. Ah, okay. Ja. Wird auch ganz gut durchkommen, deswegen geht sein Blick ja auch immer auf sein Tablet. Genau. Im Radio Tower Part 2, wo wir dann gleich wieder reingehen, müsste ja, wenn der PB-Kurs wäre, was er nicht ist, weil er eine ältere Route benutzt, bei 2 Stunden 8 Minuten 49 Sekunden fertig sein. Nur so mal nebenbei. I can strength the Grimer though, that's a guaranteed kill. So we'll use Ice Punch because we have most of those to spare right now. Kann natürlich noch sehr viel passieren, aber ich hoffe mal, dass er diese 3 Stunden 50 da nicht anhitten wird. Hm. Diese knappen Estimates. Ja. Er hat ja schon einiges verloren, weil er musste ja ein paar Mal reset, ne? Das ist natürlich. Ja. Hey, last trainer down. Ja, Rival 4, ja. Chuck, glaube ich. Ja. Das ist schon. Und Whitney war einmal unglücklich. Ja. Aber zumindest musste er nicht für seinen Totodile resetten. Das war ja von Anfang an gut. Zum Glück. Hier sehen wir jetzt den richtigen Präsidenten, ne? Und nicht diesen Fake-Präsidenten, der von Team Rocket da gesendet wurde. Chat, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kann ich nur immer wieder erwähnen. Fragt ruhig. Lernt jetzt den Whirlpool auf das Poliwag. Extra dafür gefangen hat. Boah, guten anderthalb Stunden, ne? So here we go, back into the tower one more time.
This, trust me, is the last time we'll visit here. We have a few more trainers we need to defeat. And then we can actually move on. And I almost forgot something else important. I need to teach Return here. Er hat vergessen, Return beizubringen. Das ist natürlich auch irgendwie noch mit so einer kleinen Movement-Fehler, die Mini-Möhren Zeit kosten. Allerdings würde ich das, auch wenn er erfahren ist, was so Marathons angeht, ein bisschen der Aufregung schulden und dem da der Uhrzeit. Es ist. Wobei ich jetzt nach dem. Der Geiz sieht zwar vor, dass man das hier beibringt, aber in diesem Kampf zumindest muss man es noch nicht einsetzen. Es ist dann immer blöd, wenn man in einem Kampf erst merkt, dass man einen Move beibringen soll. Ja, das auf jeden Fall. Which combined with a pink bow that we're going to get in a little bit, will, because that'll add to even another 10%. Und ja, und, base power, normal type move, which is just gonna... Ja. Wie heißt es? War? Yes, nochmal. Unser Haupt-Pokémon. War? Nee, was? Warte, Ibergator, meinst du? So we'll see if we can get it. Mhm. Oh, okay. Nice, we actually got it, saving 8 seconds on this fight. This one's kind of hard to get, so I'm kind of used to not... Unser Impokrator ist nämlich sehr überlevelt, wie gesagt. Okay, two more trainers to go, and then we're... Ja, Return ist jetzt halt auch besonders stark, nachdem jetzt Freundschaft auf jeden Fall auf Maximum oder nahe Maximum sein sollte, dann ist Return so 120 Stärke. Plus, wie gesagt, die Badge Boosts. Genau. Machen nochmal Attacken nochmal besser. Morgen, Mr. Gresco. Ich glaube, du hast gut geschlafen und willkommen zu Pokémon Gold und Silver. I didn't get the damage range on the Vileplume, but I got it on everything else at least. Da hat die Damage Range nicht ganz ausgereicht. It's like the only move we have spare PP on as well as Return right now. Later on, aber gut. Not have that anymore. It'll be kind of tight, but I have a lot of spare ethers because I ended up using the centers a lot more. Na gut, wenn die Range nicht reicht, wird hier häufig Return empfohlen. Hey, and the last executive. Der letzte Rocket. You know, lots of talk. Zum Glück, dann haben wir dieses Segment, was schon sich ganz schön hingezuckert. It's a silly plan. And we're gonna stop them. It don't. Return dürfte eigentlich alles One-Hit, ne? Außer die Damage Range reicht natürlich wieder mal nicht. Und wie du schon richtig meinst, der hat die Notes auf dem Tablet. Ja, mit die ganze Zeit durchscrollen. Ja. Jede Attacke für jedes einzelne Pokémon aufgelistet. Genau. Das ist gut. Jetzt auf den Pink Bow jetzt danach bekommen. Was nochmal Normalattacken stärkt, wenn das Pokémon es trägt. The other tower, I don't know. The Tin Tower, that's what its name was. Ja, er kriegt jetzt auch noch diese Glocke. Genau. Die man dann
Hier Ho-Oh brauchen. Achso, in Gold ist es dann Ho-Oh. Ja. In Kristall kann man damit Suicune rufen im Tintower. Oder wird doch gelassen von den Mönchen. Von Suicune. Oh Gott, ich habe lange nicht mehr Kristall gespielt, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Das nächste Spiel übrigens, was wir in einer guten anderthalb Stunden sehen werden, ist, wird ein Apex Cap sein. Kommentiert von dem guten Tiger. Mal schon mal ein bisschen Werbung dafür machen. Ja, aber ich glaube, das Schedule ist ein bisschen im Verzug jetzt, ne? Oh ja. Also nach Super Mario Galaxy auf jeden Fall. Komm mal. Da weiß er selber nicht, was die Antwort, ne? War zu schnell. Guck mal, Gott hat um 4:55 beginnen. Und um 8:55 enden, ne? Also 8:55 soll Apex Cap starten, ne? Wir haben vor 5 begonnen? Oh Gott, du. Ich glaube, wir waren ich hab danach, nicht auf die Uhr geguckt. Ja, ja. Ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Bei 18. Ja, 5:30 Uhr. Ja. Ich muss das Schedule nochmal weiter nach hinten. Jo. Achso, ich sehe es jetzt, ja. Hm. Ja, das haut auch nicht ganz hin auf Horaro. Ja. Jetzt dürfen wir das Fahrrad behalten, ne? Wir wurden nämlich gerade von dem Fahrrad schon angerufen, dass die Fahrräder so der Fahrradverkauf in die unerwartete Höhen geschossen ist und als Dank dafür, dass er so gut Werbung gemacht hat, dürfen wir das Fahrrad behalten. Was wir jetzt machen ist, wir gehen in die Eishöhle, wo Jim nämlich meinte vorhin, wo es nämlich nochmal zwei Eisräte geben wird. Ja, einerseits um durchzukommen, andererseits um nochmal ein HM aufzusammeln. Und dann nochmal, um durchzukommen mit einem paar Blöcken verschieben. Weil ich glaube, das ist auch wieder ein bisschen anders hier. Du kannst eben halt wirklich nur von Crystal reden. Also ich kenne da das Rätsel halt jetzt auswendig. Ja. Hier weiß ich ungefähr. Mhm. Aber für Crystal kann ich das jetzt first try. Komme ich da durch? Ja. Hier sehen wir natürlich dieses Eisrätsel, wo ich auch als Kind damals so dachte, okay, wie funktioniert das? Hier haben wir jetzt eine Kaskade gerade erhalten, also Agent 7. Was wir natürlich brauchen, relativ bald auch. Benutze hier Super Repels, um einfach eine wilde Pokémon zu kriegen. Weil Encounter kosten Zeit. Und hier ist das Diebsteinrätsel, was du meintest. Man muss hier den ganzen Weg drumherum. Ja. Bis dann. Dann sind Crystal vereinfacht. Und man muss nur diesen einen Stein hier trotzdem runterschieben, weil wenn man dann durchs andere Loch fällt, kann man genau daran sich abstoppen. Okay. Die Lösung funktioniert das gleich wie in Crystal. Mhm. Zum Glück haben sie daran gedacht. Aber man kann da glaube ich vier Steine runterwerfen. Jede Ecke ein. We're just gonna head towards the next gym. I'm gonna activate another rappel here. That might look a little bit weird, because you know we're about to start the gym. But you'll see very soon why we do it on exactly that tile. Und jetzt sind wir in der letzten Johto-Arena, auch schon angekommen. We just have a gym we need to go through, and there's a few trainers.
and those trainers can be a bit annoying sometimes, but there's really not much to them. We'll be using Return a lot, and then Ice Punch towards the end. Denn jetzt in der Drachen-Pokémon-Arena von... Oh Gott, wie hieß die gute Dame? Sabrina? Nee, Quatsch. Sandra hieß sie, so rum. Auf Englisch, Claire. Ja. So hieß sie nämlich auch im Anime. Glaube ich zumindest. Das ist eh dann wirklich zu lange her. The thing is, you can actually save a turn on these if you get a critical hit here on the Seedras, because the Seedras are not a one-shot, but they will die to a critical. So we müssen wir eben halt nochmal gegen ein paar Trainer kämpfen, ja? Which could be really bad for me. Ja, schon richtig. Ich bin jetzt nur am überlegen, hat er den Pinkbow eigentlich schon Paralic? Nein, nicht, dass ich... Ich glaube, den hat er jetzt, gar nicht bekommen, oder bin ich jetzt komplett gerade... Ah, nee, ah. Was ist da überhaupt hin? Good to see you as well, my fellow gold runner on the, in the back here, basically, you know, good guy. Stimmt. Glitched a few times here as well, so... Eventuell gar nicht cool. Ja. It's also kind of a cool run. So yeah, here we're gonna actually try a bit of a trick. It's... Ja, es kommt drauf an, nach welchen Note es jetzt exakt geht. Wir haben natürlich andere Note als Crew selber. Glaube ich zumindest. Oder wir haben einmal nicht aufgepasst und der hat ihn sich geholt. Naja, also die Reihenfolge ist ein bisschen anders auch von HMs lernen. Get the horsey and Seedra out of the way, and then we can move on to the next trainer. The next trainer will have the first Pokemon that we actually have to Ice Punch. Of course, that Seedra had to crit me. Rude. I'll probably use my Hyper Potion then instead. I was thinking using my Super Potion, but I think considering... Wir wurden jetzt hier gekrittet, was natürlich, nicht passiert sollte. Wir müssen uns jetzt hier unsere Hyper Potion benutzen. Ja, ich glaube, es ist die Arena, wenn man... Man muss hier vier Trainer... Baumleiter besiegen. Ja. Ich glaube, es ist auch das meiste. Aufgrund dieses Puzzles und so. Ja, genau. Kann man auch nicht ausweichen. Aber ja, gegen Drachen hilft Eis. Na. Meistens. Jo. Wir sind dem Tat noch kleinere Pokémon, aber jetzt benutzt er auch den Ice Punch dafür. This is Claire, this is the last of the gym leaders of Johto. But, you know, letzte Arenaleiter von Johto. Genau. Und ich finde damit auch die coolste Arena-Leiterin irgendwie aus Johto. Trotz der Reaktion danach, also nach dem Kampf. Ja, ja. ja. Irgendwie schon, trotzdem. Ja gut, Drachen-Pokémon sind. Schlecht. Wenn es hier nur Dragonairs sind. Kein Dragonite. Ja. Fehlt irgendwie. Ich glaube, die entwickeln sich etwas später. Ja. Switch wollen wir ja nicht lernen. Brauchen wir nicht.
get that last Dragonair out of the way as well, so that we can actually move on. Yep. Now, the Kingdra actually used to be a bit of a problem until we figured we can just get the Pink Bow combined with Return. You see, the Titan King didn't actually pick up Return, so we had to do this with Strength, and that could potentially be a problem. Yeah, I didn't get paralyzed, luckily. Paralysis would have been kind of bad. Er meinte, Kuro meinte auch gerade, er benutzt eine relativ alte Route, die eigentlich noch nicht vorsieht, Return Isle zu sammeln. Yeah, that's Claire, but Claire is a bit rude. She won't admit her defeat, and she will not give us a badge. Allerdings ist dieser Claire gerade auch schon wieder gut gelaufen, also von daher läuft den Teil gut. Es sind eben halt hin und wieder die Spinner, die er trifft, und eben halt die Resets haben ganz schön viel Zeit gekostet. Ja, wir haben jetzt wieder keinen Orden und müssen jetzt wieder den Umweg in die Drachenhöhle, glaube ich. Ja. Dragonstern. Ja, also Spinner, der Weltrekord hat im Kommentar auch drin stehen. Glaube, ist guter Run, aber 3 Spinner getroffen. Ja. Also, da kommt keiner drum rum. Nee. So this is why we needed that Poliwag to learn Whirlpool. We need to get this one out of the way. In Crystal, you've got like this entire quick. Ich sag mal, wenn man so ein oder zwei Spinner trifft, ist es zwar ärgerlich, aber ist vertretbar. Wenn man eben da sonst perfekt spielt. Wenn man jetzt mehrere trifft und dann natürlich trotzdem auch noch auf guten Kurs gebe, da kann man eigentlich schon wieder resetten. Ne? Also ich glaube, hätte ich diesen One jetzt, ich hätte schon längst geresettet. Und den würde ich jetzt außerhalb von BG machen. Wenn man schon einen guten PB hat, ja. Ja. Jetzt haben wir hier Drachenpuls gelernt. Oder Drachenodem, eins von beiden. Also nicht gelernt, sondern haben die TM dafür gekriegt und haben jetzt auch den Orden gekriegt. Und können jetzt zur Pokémon-Liga gehen. Dann auch das letzte HM. Von Poliwag. Oh. Damit wir auch nach Kanto kommen überhaupt. Yay! As soon as we get out, we get a call from the professor, telling us, you know, something about a gift that he has for us, and that whether we can swing by the lab. He would actually give us the Master Ball, but we don't need that. Even though, you know, a Master Ball is pretty cool and all, but we've got better plans. Ja, ein Anruf. Jo. Because it's off to Kanto with us. Aber das Geschenk, das er uns überreichen will, ignoriert. Jo. Es wäre nämlich der Meisterball. Allerdings brauchen wir den nicht. Und jetzt sagt uns hier dieser Hiker, dass wir den ersten Schritt auf Kanto-Boden gemacht haben. Dass wir uns das ja angucken können, aber wir wissen, dass wir in Kanto sind, dass wir daher. It happens. Game, aside from its remakes, that had two regions. Jetzt muss man hauptsächlich ein paar Trainer ausweichen. Hast du denn da auch das Remake, also Soul Silver und Heart Gold gespielt oder nur jetzt die Originalspiele? Mal angespielt, aber okay. Nicht sehr weit. Also ich kenne die größten Unterschiede. Auch wie sie sich in Gen 4 verhält, aber ja, ganz, ich muss gestehen, Gen 4, die Remakes, ich hab, glaube ich, zur Silver gespielt, allerdings, ja, die Steuerung und so und auch das Kampfsystem ist eher zum Einschlafen als alles andere. Das war generell Gen 4. Also ich glaube, wenn ich mal eines der Pokémon-Spiele mal nachholen würde, dann wäre wahrscheinlich eines der ersten eher Hardcore oder Soul Silver. Ja. Aber die Geschwindigkeit von den Spielen ist auf dem DS ja ist etwas gesunken. Ja. Wirklich.
Obwohl sie das mit Generation 5 wieder rausgeholt haben, auf jeden Fall, was das Kampfsystem angeht. This is where Surf is just so useful, just being able to skip all of them. Surf da einfach um die Trainer hier rum. Wirklich allen ausweichen. Genau. Wie wir schon meinten, einige Trainer muss er natürlich noch machen. Da kommt er nicht drum rum, selbst wenn er es probieren würde. Dann kann man sich. Ja. Und gratis Pokémon Center. Sozusagen. Also Pokémon Center ist sowieso gratis, nur. Internet. Der Spinner will nicht. Nice. Ist halt wirklich, man drückt Pause und dann dreht sich der Spinner genau in die Richtung, wo man nicht haben will. Ich muss nochmal probieren. Four or five times in all of the runs that I've done. It's insanely rare, and usually you only get it on like basically perfect attack. But since we have 13 or 14 DV attack, we may get it, but it's probably like a 5% at best. Also Krull hofft, aufgrund seiner guten Devise ein paar Rangers noch zu kriegen. Die aus seiner Erfahrung eher selten sind. Schauen wir mal, was die Range sagt. A crit is guaranteed to kill, by the way, but if you don't crit him, it's da ist halt wirklich der Unterschied groß zu Rot, wo man halt die Stats seines Pokémons wirklich weiß, aufgrund der Manap. Kann man die Ranges genau abschätzen? Dann weiß man auch, dann wissen auch manche Leute, wie viel Prozent ein Kill ist. Also 83% garantiert ist mit einer Attacke, um ihn zu erledigen. Hier hängt es immer noch fürs Stats ab. Ah, knapp. Das ist unfortunate. Like I said, it's incredibly rare, so I wasn't really expecting it. With our attack, it's probably possible on like a 1 in 32 roll, high roll or something, but aber ist ja hauptsächlich ein Zeitverlust. Yep. Der viel Schaden macht. For the longest time we doubted it was even possible and then somebody actually got it. I think was that me? It might have been me or somebody else that we got it about the same time, but we ran like a 15 DV total that we got there. In diesem Haus könnte hätte man jetzt die Pokémon-Liga schon besiegt. Hätte man jetzt nach links gehen können, zum Beispiel, oder nach rechts, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hätte nach Kanto gehen können, also richtig nach Kanto. Allerdings können wir das noch nicht, weil wir ja noch nicht die Pokémon-Liga geschafft haben. Meinst du jetzt außerhalb von dem Pförtnerhaus? Nein, da waren ja diese zwei Wachen. Einer fügt ja zum Silberberg und der andere, also wo auch ein gewisser Herr Endtrainer ist. Und der andere Weg führt nach, ich glaube, Tanya City. Ja, es war Tanya City. Mhm. Und hier sehen wir den letzten Rival Fight. But nowadays we don't use Earthquake anymore. Gegen unseren Rivalen Twitter. Mhm.
So this is the last time we're gonna see our rival Twitter, so you know. Last chance to actually get that name some screen time. Ja, einig Special. Weil wir nur Special-Attacken verwenden. Ich meine, es ist auch gut für die Defense, weil es dieselbe Statuswert ist. Auch wenn es gesplittet ist, bei den Basiswerten, aber ansonsten ist es immer noch zusammen. Should be fine though. Er meint doch gerade, der Defense Drop ist jetzt nicht so schlimm, weil wir ja eh nur physisch spezielle Attacken benutzen, also von daher. Halbwegs so schlimm. Aber ich finde, das ist die kürzeste Siegestraße sozusagen, die es gibt. Irgendwie. Wenn man den ganzen Weg von unten mit dazu zählt. Naja, wenn man den Weg in der Siegestraße direkt sieht, dann ist es die kürzeste. Wenn man jetzt den Weg nach dem 8. Orden bis bis zur Top 4 nimmt, dann ja. The Elite Four itself is a pretty straightforward set. It's five battles. If you lose, you have to do all five of them again. Other than that, there's not a whole lot to it. We are gonna buy some max. Hol dir nochmal shoppen. I'm gonna be buying a bunch of those. And we'll get a revive. I can still buy three actually. Leber. Abgenesung. I don't have anything else that I need to buy from this point onward, so I don't have to worry about any of that. Okay, jetzt so in die Top 4 rein. Ja, wo sich etwas, ein bisschen was verändert hat seit den letzten 3 Jahren. Genau. Und manche Gesichter bekannt sind. Und wir beginnen den Fight wieder mit X-Special. Infuse Ray is kinda like the worst thing you can do. Wenn zwischendrin ein paar Returns kommen. And even though it might seem a waste, it recovers me from the confusion, and that is the important part here. Ja, und hat den Heiler benutzt, um auch von der Konfusion loszuwerden. An sich sind die Top 4 hier in Gold und Silber nicht schwierig, oder was meinst du? Aus der Speedrun-Perspektive jetzt? Ja, es gibt weniger, ja, gibt jetzt hier keinen Gengar, was einem, oder, also Konfusion genau. Hat er jetzt hier schon gehabt, aber es wirkt irgendwie nicht so schlimm wie Agatha oder Lance oder mit Garados ist auch nicht so gefährlich mehr. Wirkt schon etwas, ja, einfacher. Ja. Aus Casual-Sicht ist es natürlich nochmal eine andere Sache. Da ist es natürlich, wenn man es nicht weiß, und es gibt wirklich Leute, die haben es damals nicht gespielt und damals noch nicht geboren. Und du holst es jetzt nach und die wissen natürlich nicht, wie. Also, die sind natürlich schwierig.
Ja, die Speedrun-Perspektive, da weiß man halt alles, was kommt, welche Attacken. Ja. Genau. In dem Fall sogar, wie sich die KI verhält. Hier sehen wir jetzt, Koga, noch in Gen 1, Arenaleiter von Fuxania City. Jetzt Top 4. Mit seinem Gift-Pokémon. Oh, wir haben hier unser X-Special. Und dieses Ariados hat Doppelteam benutzt und deshalb mussten wir unser X-Accuracy benutzen und hauen dann die Pokémon wieder um. They did not really fix that for Gen 2. That was still very much a thing. So, yeah, we're guaranteed to hit everything. Okay, eingekriegt. Okay. Also, X-Accuracy funktioniert immer noch gleich wie in Gen 1. Und ist noch nicht auf Level umgestellt. War jetzt auch noch nicht so bewusst. Bei später wird das Ganze dann, so wie die anderen Statuswerte auch auf Levels von minus 6 bis plus 6 gestellt. Bye bye. Exactly, which doesn't do a thing because again we skip accuracy checks, so we were still guaranteed to hit anyway. That's Koga down. Das X-Bart wäre schneller, aber wir haben Gott sei Dank durch den Ice Punch getötet. Und das war Koga. Kommen wir zu Top 4 Nummer 3. Bei heilen wir natürlich mal kurz. Ja, und bei Koga verwendet man hauptsächlich physische Attacken. Ja. Deswegen ein paar X-Attacks, die zu stärken. Jo. As well as the second E4 member, he's now the third E4 member. It's all the same to me, really. Ja, aber Bruno, beide Top 4 mitglied, allerdings jetzt Nummer 3, nicht mehr Nummer 2. Sit out his dig, just use a dummy move, basically. And then, we could one-shot everything except for one. Und ein Dick. Jo. Allerdings macht es das, glaube ich, immer. Meinte Koga, oder? Und wir haben wieder unsere beliebten X-Items genommen und tun jetzt alles wieder Return. Warum nicht? So we save 8 seconds that way. Now we can just return everything up until the Onix comes up, at which point we'll Ice Punch that one, and, you know, very easy fight outside of that. Also die, einer der schwierigsten Fights ist natürlich nochmal der letzte Fight später, in einer guten Stunde, aber dazu kommen wir noch. Last but not least, the Onix. Ja, und Onix, da wirkt so. Return natürlich nicht mehr effektiv. Da haben wir einfach jetzt Ice Punch genommen, aber ist, jo, nichts Besonderes. Hallo Taro, und Taro kriegt mit deinem Namen Durst. Okay. Wegen Jim B, wegen dem Naps. Okay. Ja. So she can cause us some trouble here and there. We actually used to use
Muss ich das mal googeln? Umbreon ist nervig. Ja. Kennt ein Fuse. Kennt ein paar gute Attacken. Ja. Ist auch im Competitive-Spiel später relativ nervig. It's not guaranteed that we'll actually need to use it, but... Keine Sachenattacke so, so weit. I'm short on Surf PP actually. I have to use an Aether soon. That's fine. I've got two left. I'll need one for the Houndoom and one for Gengar. I can Ice Punch the Murkrow and then Aether after this fight. That's pretty rare. I don't know where I use the extra Surf then that I'm short here. Hallo Gengar, by the way. Und tschüss Gengar. This is why we have Aethers. Bloop. Using the Ice Punch on the Murkrow doesn't lose a whole lot of time. I got the das war ein Crit. Okay. So, ja, ich benutze jetzt ein paar andere Moves hier. Was glaube ich jetzt einem Guide, aber. Ja, weil. PP Management. Ja, genau, wollte ich nämlich gerade sagen, ein bisschen schlecht mit seinem PP umgegangen ist. Mit den Attack Points von den Pokémon. Aber er hat sichere genug HP hier jetzt ja. Für Lance. Aber weil der benutzt jetzt hier, okay, nochmal. Glaube ich, das Aether, was er da hat. Yep. Für Surf. Das ist auch einer der Fights, wo ich mir dachte, okay, mit den zwei Dragorans, da schon ganz schön. So, yeah, this is Lance. And I always love how they do this here. Man kann ja nochmal dazu sagen, Pokémon Speedruns werden schon seit einer gewissen Weile, jetzt seit einem guten paar Monaten oder ein Jahr, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so richtig. Nach Realtime-Zeit genommen, nicht mal nach Ingame-Zeit, durch die ganze Manipulation, die es jetzt mittlerweile gibt. Ja, müssten. Ja. Mindestens ein Jahr sein, ja. Ja. Hyperbeam. Abwehr, das tut weh. Aber nicht so. It's a little bit safer to use it, so ideally I'd like using it. But if he did something else, then it wouldn't have been fast. Aber ja, es wurde auf Realzeit umgestellt, weil man halt jetzt die Resets hat für die Manaps und die werden halt nicht in die Ingame-Zeit mit eingezählt. Ja. Zumindest der Startmodus im Title-Screen und so. No. Game Boy Intro. Is a damage range, so we have the option to strength before it. Or Ice Punch right away. I think we're just gonna go YOLO strats here. If we fail the YOLO, by the way, we lose like 10 seconds or something. It's not very significant. YOLO Ice Punch? Mm-hmm. Kriegt die Ranges. Soll wieder ein bisschen Zeit gespart. Oder das Glurak zum einfach hier umsurfen, das ist nicht das Problem. I'm actually gonna completely reset the GameCube. Normally I would not do that. And normally that would be really bad had I been playing on my own cartridge. Luckily, my buddy Zeta in the back here was willing to lend me his. That's due to the reset button on the GameCube being warped, so... You can soft reset? I thought you had to hard reset that. I need to try that soft reset. I thought you had to hard reset that.
In that case, we'll try soft resetting first. Okay, Diskussionen, welche Resets möglich sind, irgendwie. Irgendwas ist mit dem Hard Reset nicht möglich. Ja. Ein GameCube oder so? Also auf jeden Fall, man möchte die Credits dann abbrechen und nicht komplett anschauen. Und speichern tut man vorher, tut das Spiel vorher und dann möchte man eigentlich gleich resetten. Ja. Wer möchte jetzt irgendwie dann Soft Reset ausprobieren, wo er jetzt gerade erzählt bekommen hat, dass es geht? Ja. Hm. Wir sind noch lange nicht fertig, meine lieben Leute, wir haben noch was. Ja, Fade Out und Credits hier heißt noch nicht Time. Nein. Wir haben noch eine gute Dreiviertelstunde Run vor uns. Aber das ist jetzt eher der entspanntere Part, außer dem einen Fight am Ende. Okay, apparently you can soft reset. Thank you, Zeta. I didn't even know. Okay, er hat was gelernt mit dem Soft Reset. Ja. Ist, glaub, möglich mit A, B, Start Select drücken. Ja, sollte eigentlich immer noch gehen. Ja, Professor Elb ruft uns jetzt wieder an, wir sollen ins Labor. Even though we still have 8 gyms and another champion fight to go, this next part usually takes about 45 minutes. Ja, wieder ein Ticket zur SS. Yay! SSN ist es? Ich glaube, ja. Selbe SSN. Not as long as one might think. Damit kommen wir danach zum Rest von Kanto. Jo, genau. Zurück zu Oliviana City, da wo wir Jasmin besiegt haben. Und es geht auf nach Kanto. Yay. Glaube ich aber auch das einzige Spiel zusammen mit Kristall, dass du 16 Orden sammeln kannst. Also Johto und Kanto zusammen. Ja, es ist ein it's a lot of ist auf jeden Fall eine Menge Content in dem Spiel mit den zwei Regionen. Turns out he's been sleeping in this place. Because the cabin was empty anyway, so he was taking a nap. And you know, ja, und der Trainer ist jetzt irgendwie für die Quest Story jetzt hier auf dem Schiff. Because otherwise he's not going. He's just mean like that, you know. Weil Schiffe nicht einfach so wegfahren. Ja. Wir müssen nämlich den Kapitän suchen und die Tochter von diesem Gentleman ist nämlich auch, oder die Enkelin ist nämlich weg. Und wir müssen die nämlich suchen. Aber wir sehen hier schon vom Levelschnitt, wir sind ja maßlos überlevelt, also ist das hier alles kein Problem für uns. Now he's gonna complain about it being exhausting and get back to work. With him being back at work, which, by the way, I mean, I don't know if the two sailors switch place or something, but I always, at least as a kid, I always thought like his job was literally just to stand there and protect that lower area. At which point I'm like, that's not really very hard work, but sure. Anyway, there's hier sind wir den Kapitän mit der Enkelin, wo ich gerade meinte. But you know, we bring her back to her grandfather and he rewards us with the metal coat, which ja, jetzt natürlich zieht sich der Run, aber ich finde der Kanto Teil ist der entspanntere von den beiden. Matt, habt ihr denn damals Pokémon
Gold, Silber und Kristall gespielt oder sieht ihr das jetzt zum ersten Mal? Erzählt mal oder schreibt von euren Erfahrungen, was habt ihr mit den Editionen so erlebt? Jetzt sind wir hier übrigens in Urania City. There is my max repels. I was wondering where those things went to. Ja, willkommen Kanto. Welchen Namen bringt er mir ganz durcheinander? Ja. The basic plan that we have for completing Kanto is we're gonna do most of the side quests first. Ja, also man muss jetzt noch ein paar Quests erledigen, weil nicht alle Arena-Leiter in ihren Arenen sind. Das und jetzt macht ich, aber es nervig. Macht er sich auf zum Rock Tunnel. Lavender Town. Trifft er den Hiker. Hiker Chimps. Das ist ein, oder? Ja. He's got one Pokemon though, so it's one return and we're done. We're also gonna use a similar strat as to what we did before with the Abra strats in Violet City, where we went from Golden Route to Violet. In der Crystal Route ist da nicht drin, da gibt's irgendwie, da lohnt sich der Weg durch Rock Tunnel nicht. Okay. Und dann nähert man sich von der anderen Seite und da ist dann der Hiker Tim. Oh, okay. Und jetzt muss man blind durch den Rock Tunnel, so wie in Gen 1. Ich glaube aber, es sieht ein bisschen anders aus. Muss man dann halt üben. Es ist komplett, auch komplett dunkel. Aber wir wissen natürlich, wo wir lang müssen. So richtig. Man kann sich durchbonken wahrscheinlich. Ja. Und also wir haben natürlich unser Rebuild, ja. Ich habe Dark Cave für den Randomizer im Dunkeln geübt. Das klappt schon einigermaßen. Muss okay. Ich da ein paar Wände merkt, wo man dann bonkt. Man hört das Geräusch ja, wenn man dagegen fährt. Ja. Er läuft. Und er ist draußen. That's the rock tunnel right there. And since I never picked up Flash, you know, we just have to do it like that. Ja, also das HM Flash, was zum zu erhellen der Höhlen eigentlich gedacht ist, ist ja in der Nähe von Falkner in Sprout Tower, aber da ist ja ein ziemlicher Umweg, da hochzukommen. Deswegen macht man in Speedruns, ist alles blind. Auch in Gen 1 so. Yep. Flash ist immer im Weg. Der ist immer im Kraftwerk und im Kraftwerk fehlt ein Teil, deswegen funktioniert nichts. Auch wenn eigentlich das Kraftwerk ziemlich im guten Zustand ist, wenn man überlegt, wie das in Gen 1 aussah. Ja. Auf jeden Fall. Wir nutzen wieder unser Abra, ne, unser Kenya, so rum. Ich glaube, das Pokémon Center, der Hub, wird später noch benutzt, wenn wir dann das Teil haben. Okay. Also das Pokémon Center hat zumindest betreten, um diesen Teleport-Point zu setzen. Okay. Jetzt gehen wir in die erste Kanto-Arena, in die Arena von Brisbane City. Blumen-Arena. Jo, Pflanzen-Arena, um genau zu sein. Pflanzen-Blumen ist alles das Gleiche. Jetzt hab ich eigentlich eher an die Oberwelt-Grafik gedacht. Aber von den Typen natürlich ist es eher Pflanzen. Ja. Aber wir haben ja Return oder notfalls auch Ice Punch, also von daher juckt uns die Arena nicht. One really cool thing about this part of the game especially is right now the game just gave me a lot of freedom to do the gyms in whatever order we want. We can just pick and choose ourselves. Of course, you know, we're gonna do it in a very specific order, but that's kind of cool how, you know, throughout the second half it basically gives you that freedom.
Ja, wenn er jetzt so erzählt, dass man... Man kann ja schon die Arena-Leiter nach der eigenen Reihenfolge machen. Ich meine, in Rot hat man auch eine gewisse Freiheit mit ein paar Arenen. Ja. Die man sich aussuchen kann, deswegen ja auch ein Gym Rush ergibt. Mit 3-4 Arenen, je nachdem, wie man zählt. We've got the trainers in this gym. The next gym will actually have a spinner. Da gebe ich dir voll ganz recht. Aber man kann jetzt hier, glaube ich, den Kanto von Gen 2 kann ich besser machen als in Gen 1 mit den Arenen. Also man kann sich besser aussuchen für dich persönlich. Aside from that, there is about 7 other trainers that we will defeat along the way, but those are all like packed in one short area. Ja, wenn man die Quests gemacht hat. Ja. So in terms of like actual battles, we're most. Wenn man halt gleich zu Misty will, dann wird man feststellen, dass sie nicht da ist. This is Erica. Auch blöd. Das ist wahr. Mostly in where we would use an X item, because we're not actually going to use an X item for the Pokemon we actually need it on. We're going to use it during the Victory Bell, which is her third Pokemon, but the Victory Bell. Hier sieht man aber schon, dass die Pokemon ein bisschen anziehen, aber und statt ja nicht, wir haben hier Ice Punch und bringen die Pokemon eigentlich alle relativ schnell wieder zurück in die in ihre Pokébälle. Ja, und er wartet hier auch mit X-Attack zum Einsatz bis zum dritten Pokémon. Irgendwie einen sicheren Slot zu haben. Genau. Dann kriegt er Sunny Day, okay. Auch interessant. Das ist natürlich immer zufällig, was da rauskommen kann. Na, so ganz zufällig ist es mit der KI. Okay. Ja, also sie hat ein paar Entscheidungen, die sie trifft, wo man halbwegs vorhersagen kann. Also sie bevorzugt auf jeden Fall bei manchen Trainern effektive Moves und Moves, die auf jeden Fall Damage-Ranges sind. So ein paar Abfragen gibt es in der KI. Jetzt kommt wirklich der letzte Spinner im Run. Und zwar in Safronia City. Da ist ein Trainer drin. Ein Spinner, um genau zu sein. Den müssen wir noch meistern und dann haben wir Ruhe vor Spinnern. So off we go on to the next gym leader. This is also kind of what I meant with, you know, this place is kind of a boss rush. Come on. Er bewegt sich jetzt zuerst. Ja. Wow. Okay, we didn't actually have to fight her. Ja, nice. That means that we will not have to fight any more spinners from here on out, and it's on to Sabrina. Now Sabrina is a little bit tricky in that the Espeon is actually a damage range, and that can become a little bit nasty if things turn. Okay, also Espeon hat keine garantierte Range. Yep. We have one attack though, so it's back up here, Ice Punch dann. Not end up killing it. Mit dieses Glück. Yep. Und er kriegt die Range. So, yeah, the other two, Mr. Mime and Alakazam, not a big deal at all. We do end up one-shotting those are guaranteed. Könnte so einfach sein, wenn man das immer garantiert kriegt. Ja. Lieber. Now it'll be a little bit before we actually go for the next one. The next one is Misty, and remember how I said like we had like 7 more trainers to do during Kanto? Yeah, those 7 are all before the next gym.
So, yeah, we're just gonna do a bunch of trainers back to back and then, okay, als nächstes geht's nach Cerulean City zu Misty. Und bevor wir Misty treffen, müssen wir uns durch die Nugget Bridge schlagen und welche Route ist es? Route 5. Okay, let's move on. Früher zu Bill führte. Sonst doch kämpfen. So, aber es ist für uns kein Problem. Wir sind immerhin Johto Pokémon Liga Champion, also von daher. Und ein Rocket in der Arena. Ja. Was der wohl da macht. Getting Team Rocket back to its former glory, and apparently he missed the memo that they've disbanded again. Wie lange wird noch gewandt? Eine sehr gute Frage. Eine halbe. Halbe Stunde bis 35 Minuten, ne? Auch gestreamt. Bis heute Abend. Gegen 19 Uhr. You have to defeat six trainers. And Misty is actually on a date. Und so she's at the end. Der Run dauert hier noch in einer. Gute halbe Stunde bis 35 Minuten, ne? Je nachdem. I think the most that any trainer has is like 3 Pokemon, so none of them are particularly bad. Ja, wird er durch die Trainer durchkämpfen, die Orte an Trainern. Fühlt sich nicht, das schaut nicht groß anders aus als in Rot. Wo sich's auch mal etwas zieht hier, dieser Teil. Ja. Or at least one of the most adorable ones. It's a good one. Unfortunately, then the Grand Bull comes up and it's like, how about no? That one's a lot less adorable. Das ist wirklich nochmal so ein Part hier, der nervig ist. Aber es geht. Nicht so nervig wie der Rocket-Teil in Johto. Oder findest du den Teil hier nerviger? Weiß ich nicht. Also, naja, also die Rockets. Man kann da irgendwann, glaube ich, nicht mehr die Rockets sehen. Ja. Was sich da durchs Hauptquartier und den Radio Tower durchkämpft. Das ist wahr. Aber hier ist auch irgendwie alles garantiert, also. Now here we're actually gonna fight two trainers back to back. Wahrscheinlich einfach nerviger, weil das nach 3 Stunden dann noch so ein Teil kommt. Ja. They're not very difficult though. The first one we just strength 3 times, the one after that we just return. Ja, der Fight wird auch relativ monoton hier. Mit strength. Ja, irgendwie schon. Now in a little bit we're gonna get to level 58, which is the point where we're gonna be able to learn Hydro Pump, which obviously we're not gonna take because we have Surf, which is just way more reliable. And kriegen einen Level up. It's just a lot better to use. Pretty much always hit level 58 on this route. Refresh mal, vielleicht sind wir dann wieder ein bisschen gleich auf. Pretty much just always hit it here. Und Hydro Pump wurde nicht gelernt, weil eben Surf noch vorhanden ist. Ja. Yeah. Man will ja nicht, also. Basispower reicht da aus von Surf. Die Präzision von Hydro Pump da drüber zu stehen. Genau. Wir tun ja alles eigentlich so ein Hit, ne? Das ist alles hier kein Problem für uns. Ein wunderschönen guten Morgen, Tiger.
So the thing is, and this is where why I said there were 7 trainers and not 6, because technically this is just a set of 6 trainers. At the end, there is this, there's this super nerd that he figured, you know what, I'm gonna stand as a 7th trainer, even though that was not part of the deal. So that when everybody is tired of beating the other 6, they would get to me and I can defeat them. Now, obviously, we're not gonna take too kind on that. So, we're gonna just make sure we're gonna kick him back, to where he should be. Because it's not very nice to do that, you know? 6 trainers, that was the deal. Can't suddenly add a 7th one to it. Now, lucky for us, see that you hear the difference in the music as well. He's a lot more creepy. Was ist Sweetheart eigentlich für eine Attacke auf Deutsch? Die Attacke heißt Rückkehr auf Deutsch. Und ob er das Spiel mit einem Pokémon durchspielt, hier ja. There we go. That's it. Und wir spielen das Spiel nicht, sondern wir kommentieren das nur. Quo tut nämlich das Spiel hier, wie du im Stream sehen kannst, spielen für uns im Stream. Und wir kommentieren das für die Leute, die kein Englisch können oder so, auf Deutsch. Ja, und jetzt haben wir Misty beim Date. Genau. Der Brock. Jo. Geht jetzt zurück in die Arena. Genau, und wir gehen jetzt in die Arena. Und du nutzt den auf. Nein. Return ist normale Attacke. Genau. Hier im Chat jetzt. Die den jeder Freundschaftswert Schaden macht. It's a lot more convenient that way. So here we're gonna use an X attack in order to actually have. Also jetzt hier Misty, Wassertrainerin. In der alternativen Route mit Feuerriegel, Cyndaquil, die Experimentelle oder so. Also auf jeden Fall gibt's einen Guide dazu. Ist der Misty Fight der schwierigste im Endgame? Weil halt Wasser-Pokémon gegen Feuer-Pokémon, endet nicht gut. Deswegen macht man Misty möglichst am Ende dann. Und dann sind auch die Arena-Leiter, die Reihenfolge ist auch anders, deswegen. Ja. Was einen der beiden Runner, den ich zugehört habe, die Route ausprobiert haben, auch sehr überrascht hat, weil er einfach die alte Route, die er gewohnt war, von Gold gemacht hat und dann in die Wasser-Pokémon reinlief mit seinem Typhlosion. Ja. Das ist natürlich sehr. Ist das sehr böse geendet. Für das Typhlosion. Ja. Also Typhlosion ist fürs Endgame wirklich gut, aber Misty ist nochmal so ein Stopper. Das auf jeden Fall. Ich frag mich natürlich jetzt, ob die Route genauso schnell ist wie die Totodile-Route oder ob die ein Stück langsamer ist. Also die Top-Runner verwenden sie nicht, also man geht davon aus, dass sie langsamer ist. Mhm. Und noch mehr in Totodile steckt. Ja. Es hat auch irgendwie keiner in den 8 Monaten, wo der Guide online war, scheinbar auch niemand so wirklich angerührt, weil als die beiden das Rennen gemacht haben, haben sie einige Sachen direkt festgestellt, die man noch besser machen könnte oder die sie gleich anders machen würden. Genau. Also so eine 3:30 meinte einer, müsste man hinkriegen, aber man ist dann halt beim Weltrekord doch eher bei 3:16. The Kanto Radio Tower is currently out because they don't have power. Taro, die RG ist schon vorhanden. Ja, bei manchen Camps. Manche sind auch
Eigentlich gescriptet. Allerdings wirklich so RNG ist drin, ja. Halt jetzt hier TM07 Zap Cannon, aber die brauchen nicht. Ja, es war eher die Quest hier, das Maschinenteil zurückzubringen. Als Belohnung würde ich jetzt natürlich. That's just to return that machine part, so that you know we can actually receive the, or to tell them that you know everything's working again, and they're like, oh, you sold that? Oh, okay, thank you. Und der Lava Land Tower sieht ganz anders aus, doch anders benutzt jetzt hier. Region, the expansion card. No. Now we can get to the Pokeflute theme. And with that, I think we have done enough side questing and it's on to do a boss rush. Starting with the okay, damit sind die meisten side quests getan, außer dass man noch jemand anreden muss. Um die restlichen Arenen zu machen. Und jetzt gehen wir also zu Major Bob. You may if you've ever played Gen 1, you may remember the cans. Now the cans are like the worst thing out there, okay? Erinnerst du dich noch an die Trash Cannons aus Red? Ja, vom normalen Spielen oder jetzt vom Speedrun? Also vom normalen Speedrun, ja. Vom Speedrun muss ich ja sagen, ist es die einfachste Manip, die es gibt für Rot. Okay. Man speichert außen und läuft dann einfach durch die Tür und läuft dann die erstbeste an. Drückt A und dann war da der Schalter. Also es ist wirklich die einfachste Manip, die man ausprobieren kann. Nicht ganz hundertprozentig, eher so 95%. Aber es ist dann halt 50-50, dann ist es halt ein anderer Mülleimer. Ja. Also in der Manip-Zeit, muss ich sagen, ist diese Arena sehr einfach geworden für Rot. In Gelb lohnt sich's, da gibt's keine Manip, deswegen muss man da immer noch auf Glück vertrauen. Und auch die Karte auswendig lernen, wo der Schalter sein kann. Ja. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber in Rot ist es wirklich entspannt mittlerweile. Perfekt. Jetzt mit einem Wasser-Pokémon in der Elektro-Arena. We're running out of return PP, but we're gonna pick up a max ether soon. So I actually have exactly enough left. Cause I need one more after this. And there's the last electrode. So yeah, that's it. That's our fourth Kanto gym badge and our 12th badge overall. Unsportliches Design. All in all, I believe we have 6 battles left. Interessante Beschreibung. Don't include quote unquote random battles. Da gab es schon andere Kommentare für die Gen 1 Spets. Vor allem über Pikachu. Wenn die meisten eher dann immer vom Golbat geschockt sind. Yeah, this is where we get to see Snorlax. Ja, jetzt räumt er noch das Relaxo aus dem Weg. So yeah, moving on, Diglett Cave. But because of the rappel, we're not gonna see a whole lot of Diglett around this Diglett Cave. Wieder anwesend. Xpanicon, in diesem Spiel gibt's keine
Trashcans, also keine Hebel zu drücken. Deswegen kann man einfach durchlaufen. Ja. Hallo Rocco, by the way. Here because I have good attack. Had I had bad attack, I would have used Ice Punch instead. Aber Tarot, genau diese Beschreibung, die habe ich öfters gehört als yeah, it's just a sand slash, so nothing. Ich im Pokémon Rot Turnier kommentiert habe oder die Rennen verfolgt habe. Ist immer die gleiche Diskussion mit dem Pikachu Sprite. Der Pikachu Sprite sieht echt sehr merkwürdig aus. Fluffig. Mhm. Irgendwie schon. Das ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Also ich finde es noch angenehm designt. Wir sind ja schon bei der fünften Kanto-Arena. Ah, haben den Deckard Cave durchquert und jetzt sind wir Pewter City. Und sollte kein großes Problem sein mit Wasserattacken. Nein. Hallo Kabutops. There we have Lord Helix. Aber das ist natürlich für uns kein Problem, weil wir sind OP und jo. So, yeah, on to the last two. Morgen zusammen, Molly. Und guten Kaffee-Toast übrigens. And last but not least. Wacht jeder auf jetzt. Ja. Weil es ist ja auch gleich um 9, also von daher. Wir sind ja auch schon 3 Stunden hier drin, also. Rocco, kein Problem für uns. Wasser-Pokémon ist sowieso kein Problem. So, you know, we can just continue from here. And then from here I can go south towards Cinnabar Island. Drei Arenen und der Final Boss. To fight Jasmine. To go. And then from there on I can fly to Vermilion to the last gym. Or Viridian. God, city names are not my strong suit today for sure. Das ist natürlich ja auch neu. Nicht so wie da in Gen 1. Mit dem Labyrinth? Ja. Also es war in Gen 1. Vatania-Wald. Ja. Oh. War der Vatania-Wald vorher. Ah, okay. Denn, wie gesagt, ich hab's Ewigkeit nicht mehr gespielt. Aber die Musik ist wirklich toll. Nur so nebenbei. Haben gerade wieder eine Eva eingesetzt, um unsere Return PP zu recovern. Und gehen jetzt zur Zinnoba-Insel und kämpfen gegen Pyro. Gibt es bei Pokémon Go auch den Missing No Cheat? Weil ich weiß nicht. Wir sinken jetzt nicht. Wir reden jetzt gerade noch mit Blue, um ihn zur Arena zurückzubringen. Missing No an sich gibt es jetzt nicht in Gold, aber Coin Case ist ziemlich verglitscht, yep. Wenn man das benutzt. Genau. Stimmt, hier war ja das nicht mit Pyro, hier war ja das mit Gary aka Blue, wie auch immer. Now there is a spinner over here, but doch klar kämpfen mit Pyro, aber nicht da auf der Zinnoba-Insel, die durch einen Vulkanausbruch verschüttet wurde. Ja. Hat er seine Arena woanders aufgeschlagen? Stimmt. Hatte ich doch richtig in Erinnerung.
He moved over to Seafoam Islands while the gym is being rebuilt. Pyro oder Blaine, auch wieder kein Problem für uns mit den unseren Wasserattacken. So let's see how tough this will be. The sixth gym leader for us on Kanto, Blaine. Again, it's a fire gym and we have a water type. We'll be fine, so. Genau. EQ gerade sagt. Feuer Arena, aber wir haben einen Surfer, also. Guck mal, alles One-Hitten. He only has three. Actually, now that I think about it, Sabrina. Ja, und dann sagt der Guy dann trotzdem, man soll Strength einsetzen. Warum auch immer. A few have fewer, and he's got like the least along with Sabrina. Was eigentlich? Ja. Ja. Man kann ja nicht alles immer hinterfragen, was in einem Guide steht. Also ich kann den Pokémon Rot ran, so im Groben, aber die Attacken, da muss ich dann meistens dann doch noch nachschlagen. Genau. Die Details. Dass man dann immer etwas am Blättern. Ich glaube, mein größter Zeitverlust, den ich verbessern könnte. Es führt sich da so langsam wieder. Sehr schön. Jetzt geht's auf zur Tochter von Koga, dem. Der Top 4. Gym leader that's different outside of Giovanni in that yeah, I believe his daughter is taken over. So here we go. This is Janine. Now Janine is another pretty straightforward fight. We just use return. Hier kann man sagen, die Trainer in der Arena hier sehen alle gleich aus, nur eine ist die richtige Arenaleiterin. Aber Aku ist natürlich weiß, der dann natürlich hin. Ja, Puzzles sind immer wenig zu sehen in Speedruns, dass man da rumkribbelt. Genau. Außer sie sind mit RNG kombiniert, wie die Hebel. Bei Major Bob. Ja, aber nur in Yellow, nicht in Red, wie du schon meintest. Ja, also mit dem Manips jetzt, ja. Genau. This gym is open as soon as you arrive in Kanto. Ich glaube, Krull war einer der wenigen, der nicht die Manip im Rot-Turnier verwendet hat für die Hebel, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Kommt mir jetzt aber gerade so. Kann jetzt aber auch falsch liegen. Ja, aber es gab ein paar, die es nicht wollten. Macht dann. That's 7 gyms done, one more to go. Warte Minuten bis Estimate, na, schauen wir mal. Dadurch, dass er ja das gute Tunnel-Leiter hat. It's also the only one that doesn't have a very specific type attached to it, so the strat, or the attacks we use kind of varies throughout the battle. We're gonna use a combination of attacks for that. Ja, mit den DVs ist er in ein paar Ranges hier, wo dann X-Items eventuell nicht verwenden muss. Genau. Letzter Arena-Fight gegen Blue, den ehemaligen Champion von Kanto. Ja, in der Arena, wo ehemals Giovanni war. Anführer von Team Rocket. Yep. Hier benutzen wir wieder unsere X-Items.
But he's deciding to wing attack, which is kind of unfortunate, but it should be fine. 131 health should be enough that we'll live regardless. Ja. Execute ist nicht garantiert. So, yeah, you can probably also tell by the levels that, you know, this fight is a lot closer to der kriegt's. Sehr schön. Every gym leader so far. Like the others were all like level 30 in the like late 30s, early 40s, and then this one's all the way in like late 50s. Definitely a completely different level of difficult right here. Ja, Alakazam ist kein Problem, weil schlechte Defense. Yep. Hält wenig aus. Ist schon wow. Gyarados. Most of these will die to return. The only one that's guaranteed not to die to return is the Rhydon. Arcanine can potentially use extreme speed, which we'll kind of have to be weary of, but other than that, it's not very difficult here. He didn't use extreme speed, so that's again a good thing. Saves about 2 seconds. Yeah, das Arcanine hätte extreme speed einsetzen können, was ein garantierter Ersthit ist. Nicht gemacht. This one will deal with using Surf. Würde es weit auch nehmen wir jetzt wieder Surfer. I return kein One-Hit ist. Und das war Blue. Und damit der letzte Arena-Leiter in Kanada. Ja. So wir haben trotzdem noch was zu tun. Get access to Mount Silver and actually be able to go and defeat Red. Oh wait, no, we'll do that in a bit. Jetzt auf zu Professor Eich. Und er gibt es jetzt denn die Aufgabe, zum Mount Silver zu gehen und Red zu besiegen. Ja, Red, aka Ash. So he'll make an exception for us, considering we've already proven how strong we are. That said though, he's also gonna judge our Pokémon. Ja, erfolgreiche Trainer ziehen sich auf einen einsamen Berg zurück. Ja, dass er da vor allen Dingen so 3 Jahre überlebt, da oben ist es doch sicherlich kalt. Ich hab mal den Kommentar zu Trailer von Pokémon Sonne und Mond gelesen, wo Rot und Red und Blue aufgetaucht sind in diesem einen Kampfbaum. Dann hieß es, jetzt wissen wir endlich, dass er von diesem Berg runter ist. Genau. Nicht mehr frieren muss. Yep. Now Mount Silver will have another one of those parts where I kind of need to focus on the audio cues. Morgen, Kena 1986. This one isn't particularly difficult, but if I lose where I am, it can be really bad and it can potentially lose a lot of time. So yeah, I want to make sure that I don't get lost in this place. So again, Kuhm hat auch gerade, das ist jetzt nochmal ein Gebiet, wo komplett dunkel ist und auch das Schwierige von Bein ist, als das vorhin im Einheitstunnel. Ja, und er, ja. Er hängt jetzt auch davon ab, dass er die Bongs hört. Das Rennen gegen die Wand. Benutzt wieder Schutz. Und er ist raus. So, on to the final boss fight. Bitte. Time will be as I or as we get to see as I close the last text box after the und letzter Fight. Yay! Hype! Rummel werde ich, Entschuldigung. So basically, ich versuch noch mal. Das so nebenbei. So yeah, here we go. This is Red. He's the final boss of the game and he is pretty darn difficult. Und ja, letzter Fight, ein schwieriger Fight.
mit unserem Wasser-Pokémon, denn Pikachu. So, guckt aufs Level, denn das Pikachu kennt Donner und Charm, okay. Mhm. Und durch den Charm tun wir aber durch den Guardspec. Durch das, ja, genau. Recovern, also protecten, besser gesagt. Wir nutzen jetzt alle X-Items. Keine Attacke von Pikachu. Nice. Kein einziger Donner. Also. Das war sehr schöner RNG. Sehr glücklich. Study. So time will be coming up shortly. Mhm. Time ist, wenn wir Red besiegt haben und in die Credits sind. Das ist natürlich ein Fight hier, der sehr schwierig ist, wegen schon allein wegen dem Levelunterschied. Ja, aber deswegen hat man ja die X-Items benutzt. Genau. Mehrmals, damit eben bei zweimal Attacke ist Attackenwert doppelt so hoch. Mhm. Und Special 1,5 mal so hoch bei einmal Benutzung. Das hilft schon mal. Ja. So this is the Snorlax, which has a small chance of doing something stupid that I really do not want to see here. It's also got like the most HP, so it takes forever for that HP bar to deplete. Hälfte der HP weg. Aber die Attacke hätte schlimmer sein können. Ja. Aber tut es okay. Immer noch bei voll HP. Das läuft gut. Ja, das ist wirklich ein sehr guter Fight. Both of these are two shots unless I get a crit. In that case, it's a one shot. Here we go, last but not least. Ich spoiler bitte, danke. das... braucht zwei Returns. Das war's. Und Level Up. Fight. So neuen Bein nochmal. And time. Blablabla. Time. Nice. Dreifer Cruel. Unter 340. Nice. Respekt. 339. Hallo. Ja, das war Pokémon. Ja, hallo DDD. Ein wunderschön. Ich hoffe, der Heran hat euch gefallen. Falls ja, schaltet euch bei unseren nächsten Events ein, aber es geht natürlich gleich weiter mit Ape Escape 2 und dem Tiger und den Tamagotchi. Allerdings, bevor wir so weit kommen, erstmal die Shoutouts. Einmal Shoutout an Jimby. Ja, ich wollte mich nochmal für dieses wunderbare Gespräch, Commentary bedanken von dir. Ja, danke, dass ich gemacht kommentieren durfte. Gerne. Und natürlich.